Ja, einen schönen guten Abend, liebe Solarfreunde, liebe Gäste. Ich freue mich, Sie heute begrüßen zu können. Wir haben ja mittlerweile schon die 14. Folge unserer Reihe Mehr PV auf die Dächer. Eine gewisse Tradition und es ist so heute auch ein spannendes Thema, was wir am Rande immer schon mal angeschnitten hatten, und zwar der ganze Bereich der Solarschulung, der Solarberatung, des Solarcoachings, der Aktivierung von Bürgerinnen und Bürgern, also ein ganz wichtiger Bereich, weil wir wissen ja alle, es gibt zu wenig Handwerker, es gibt zu wenig Fachleute, die zu lange brauchen, um unsere Dächer zu füllen, und dementsprechend ist es natürlich notwendig, dass die Bürgerinnen und Bürger hier eine größere Rolle übernehmen und aktiv sind. Und hierfür haben wir ein spannendes Programm heute zusammengestellt. Wir werden gleich starten mit Schorndorf. Da wird als erstes Diana Gallego Carrera vortragen von der Stabsstelle Klimaschutz aus Schorndorf zusammen mit Bärbel Baumgärtner vom Klimaentscheid Schorndorf. Die beiden haben da verschiedene Aktivitäten bisher schon umgesetzt, also ein wirklich ganz wichtiges Thema, wie Bürgerenergie hier gemeinsam mit der örtlichen Stadtverwaltung realisiert werden kann. Anschließend wird dann Rainer Romer vom Wattbewerb berichten, was die gemeinsam mit Metropolsolar sich überlegt haben im Hinblick auf Bürgersolarberatung, Bürgersolarschulung. Da gibt es dann zwei exemplarische Fachbeispiele aus der Praxis anschließend. Maria Kroll-Fiedler wird dann die Aktivitäten der Stadt Soest vorstellen und Thomas Kopp der Stadt Marburg. Und abschließend ist dann diese Anne Jung noch dran vom Solarenergieförderverein, die dann noch berichtet, was dieser Verein in gewisser Weise jetzt auch in der Pipeline hat. Das soll auch Mitte Mai losgehen. Also es werden verschiedene Aktivitäten jetzt bundesweit starten, was ich sehr wichtig finde, dass wir dann viele Unterstützer haben, um Solarenergie noch weiter voranzubringen. Anschließend besteht dann Möglichkeit für Fragen und Diskussion. Wir werden es so machen, dass wir den ersten Fragen-Diskussionsteil dann noch aufzeichnen. Und anschließend hatten wir es häufig so gemacht, dass wir irgendwann die Aufzeichnung beenden, die wir auf YouTube stellen werden. Und dann kann in lockerer Runde vielleicht noch eine halbe, dreiviertel Stunde, je nach Bedarf, dann das eine oder andere vielleicht noch vertraulich untereinander diskutiert werden. Das hat sich eigentlich bisher auch ganz gut bewährt. Da ist so ein bisschen Open End, aber das End sollte auch nicht zu lange dauern, weil wir ja auch alle viel zu tun haben und morgen wahrscheinlich auch wieder alle einen Arbeitstag vor uns haben. Gut, dann denke ich, wir starten jetzt direkt mit dem ersten Vortrag und da würde ich Bärbel Baumgärtner bitten, mit ihrer Präsentation zu starten und den Bildschirm zu teilen. Das klappt ja schon sehr gut. Wir vielleicht noch auf Vollbild gehen. Kriege ich gerade nicht hin. Ja, ich meine, ich sehe es ganz gut. Ist das okay für Sie jetzt, für euch, dass wir es so machen? Also wir sehen eigentlich fast alles, oder? Ja, ich denke, das geht. Das geht. Gut, dann. Gut. Dann würde ich mal an dieser Stelle übernehmen. Mein Name ist Diana Gallego Carrera. Ich leite in Schorndorf die Stabsstelle Klimaschutz und Mobilität. Und der Vortrag ist heute, wie Herr Peter Moser auch richtig einführend schon gesagt hat, so gestaltet, dass wir uns das Ganze ein bisschen aufgeteilt haben. Ich werde von Seiten der Stabsstelle ein Stück weit auf die Rahmenbedingungen eingehen. Und dann wird die Frau Baumgärtner erzählen, wie wir ein Klimabürgerrat in Schorndorf initiiert und umgesetzt haben. Für die Folien muss ich jetzt immer die Frau Baumgärtner bitten, dass sie bitte einmal weiterklickt. Genau, auf die nächste Folie. Ja, ich habe ja gerade schon erwähnt gehabt, ich würde gerne die Rahmenbedingungen nennen. Und die Rahmenbedingungen, die stellen sich meiner Auffassung nach wie folgt dar. Es gibt auf europäischer, auf Bundes-, aber auch auf Landesebene ganz, ganz viele Ziele. Also dieses Thema Klimaneutralität ist ein Thema, was eigentlich wirklich auf allen politischen Ebenen angekommen ist. Aber man merkt schon, es ist in erster Linie eine Art Ziel. Definition. Also jeder möchte klimaneutral werden, aber der Weg dorthin, den wird eigentlich letzten Endes in den Kommunen wird dieser Weg betrieben. Also egal, ob der Bund sagt, er will klimaneutral werden oder das Land,
ohne die Kommune wird das nicht umsetzbar sein. Und deswegen finde ich das auch eigentlich gut und richtig, dass man da ein Stück weit die Verantwortung den Kommunen übergibt, zumal auch ein großer Teil der Emissionen eben in den Städten entsteht und die Städte selber natürlich auch vielfältige Handlungsmöglichkeiten haben, um zu agieren, wie zum Beispiel Beratungen, Anreizsysteme oder eben auch ordnungsrechtliche Belange. Aber ein ganz großer Punkt ist natürlich auch die Vorbildfunktion der Stadt. Die Stadt selber hat sehr viele Liegenschaften und kann dort eben auch entsprechend vorbildhaft agieren. Die Stadt Schorndorf ist erst seit letztem Jahr März durch eine Bürgerinitiative, durch die Initiative der Gruppe Klimaentscheid darauf gekommen, dass sie klimaneutral werden möchte. Letztes Jahr im März hat der Gemeinderat den Beschluss gefasst, klimaneutral bis zum Jahr 2035 zu werden. In diesem Zuge wurde auch die Stabsstelle Klimaschutz und Mobilität gegründet. Wir haben den Fokus auf zwei Punkten. Zum einen natürlich auf die Reduktion der Treibhausgase und zum anderen auch auf der Maßnahmenentwicklung für die Klimafolgenanpassung. Letztlich ist aber auch klar, wir können eigentlich nur Initiator, Motor sein. Klimaschutz und eben auch das Thema, was wir heute haben, ist definitiv ein Thema, wo wir die Gesamtgesellschaft brauchen. Ganz kurz noch, wir orientieren uns eigentlich an der Strategie der drei E's, so nenne ich es immer. Zum einen versuchen wir, die Energie, die wir wirklich benötigen, so effizient wie möglich durch den Einsatz der Technik zu erzeugen. Ganz simple Beispiele, die man in der Kommune gut umsetzen kann, ist eben zum Beispiel PV auf die eigenen städtischen Liegenschaften draufzupacken, Straßenbeleuchtung mit Blick auf LED auszurichten, Abwärme bei der Kläranlage zu nutzen, die sowieso entsteht, weil man eben das Brauchwasser aufbereitet. Es ist definitiv so, dass wir immer erneuerbare Energien brauchen werden, um unser Leben zu gestalten. Und hier sind wir auch dabei zu gucken, wie können wir die Stromerzeugung, aber insbesondere auch die Wärmeerzeugung aus den neuen erneuerbaren Energien schaffen und hier entsprechend umstellen. Ja, und dann kommt schon der dritte Bereich, wo auch dann der Link ist zum Klimabürgerrat, den wir Ihnen hier heute vertieft vorstellen wollen, der Bereich der Energiesuffizienz. Wir haben einige Projekte initiiert und gestalten diese mit, wo es darum geht, einfach dieses Thema Klimaschutz erstmal ins Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger zu bringen und zum anderen aber eben dann auch nach dieser Bewusstseinsbildung entsprechende Handlungsanpassungen vorzunehmen. Hier vielleicht ganz kurz zwei Projekte. Wir haben zum einen Klimareporter seit der letzten Woche im Einsatz. Da sind wir mit den Schülerinnen und Schülern da dran, regelmäßig zu berichten über das Thema Klimaschutz in unserer städtischen Presse. Und wir haben vor kurzem auch ein Projekt initiiert, wo es darum ging, dass die städtischen Mitarbeiter die Autos stehen lassen sollen und zu Fuß unterwegs sind. Aber wir haben natürlich auch mit entsprechender Bürgerbewegung hier, in diesem Fall mit der Gruppe Klimaentscheid zusammen, dem Bürgerklimarat mit begleitet und betreut. Und warum ist es eben auch so wichtig, dass wir Bürgerbeteiligung in den Kommunen beim Thema Klimaschutz mit initiieren? Zum einen, denke ich, ist es wichtig, weil Bürgerbeteiligung letztlich ein Geben und Nehmen ist. Also wir als Kommune, als städtische Verwaltung, aber auch die Kommunalpolitik erhält Einblicke in die Bedürfnisse, in die Belange, in die Interessen der Stadtgesellschaft. Gleichzeitig ist es natürlich auch eine Chance, um Vertrauen zu erzeugen bei den Bürgerinnen und Bürgern, die einfach sehen, wie laufen denn Planungsprozesse, wie laufen Projekte in der Verwaltung ab und wo kann ich wirklich aktiv mit agieren. Ich denke, es gibt niemanden Kompetenteres als die Bürgerinnen und Bürger vor Ort. Die haben wirklich das Wissen vor Ort. Die wissen, was ist möglich, was ist umsetzbar, was ist machbar an ihrem Ort, an dem sie leben, an dem sie arbeiten. Und die frühe und rechtzeitige Einbindung bei der Umsetzung von Projekten von Bürgerinnen und Bürgern führt natürlich auch dazu, dass man schon relativ früh im Planungsprozess etwaige Konflikte erkennt, Interessen integrieren kann und natürlich hoffentlich optimalerweise auch zueinander findet und in einem Kompromiss diese widerstreitenden Interessen integrieren kann. Ja, und letztlich ist es auch so, dass ich denke, dass man eben gerade beim Thema Klimaschutz, wie ich es eingangs auch schon gesagt habe, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wir müssen das gemeinsam gestalten, Bürgerinnen und Bürger, Kommunalpolitik, aber eben auch die Verwaltung, gemeinsam unsere Zukunft gestalten und dann aber auch bei diesen Projekten, die wir gemeinsam initiieren, die Entscheidungen, die am Ende gefällt werden, gemeinsam tragen und umsetzen.
Und letztlich darf man auch nicht vergessen, die Bürgerinnen und Bürger, die sich beteiligen, zum Beispiel wie hier in diesem Projekt Klimabürgerrat, was jetzt gleich die Frau Baumgärtner nochmal intensiver darstellen wird. Diese Bürgerinnen und Bürger sind ja letztlich auch Multiplikatoren. Die erzählen zu Hause, in ihrer Familie, in ihrem Freundeskreis, im Bekanntenkreis, auf der Arbeit von ihren Bedürfnissen, von ihren Ereignissen, von ihren Projekten, die sie umsetzen. Und ich denke, auch darüber kann man dann eben Interesse schaffen am Thema und vielleicht auch weitere Menschen dafür begeistern. Und damit würde ich jetzt gerne an die Frau Baumgärtner abgeben. Ja, also wir, die Gruppe Klimaentscheid Schorndorf, haben uns mit dem Thema Bürgerräten beschäftigt und haben einfach beschlossen, wir führen jetzt einen Bürgerrat durch in Schorndorf. Das fand im Oktober letztes Jahr statt. Und zwar zu dem Thema, wie bekommen wir schneller mehr Photovoltaik auf Schorndorfs Dächer. Die Methode ist das Mikrobürgergutachten mit Planungszelle mit 25 Teilnehmerinnen, zufällig ausgelost. Und die bilden die Vielfalt der Stadtgesellschaft in ausreichender Weise ab. Und die sollen dann zu relevanten Empfehlungen gelangen. Die haben sich einen Tag lang getroffen und intensiv eben mit diesem Thema Photovoltaik beschäftigt in 4 Arbeitsrunden. Und da gab es immer Leitfragen. Also jede Arbeitsrunde hatte so ihre besondere Frage. Und am Anfang von dieser Runde stand immer Experteninput. Und die Bürgerinnen konnten dann auch nachfragen. Und dann haben sie sich in Kleingruppen aufgeteilt. Die wurden ausgelost. Also die waren dann in jeder Arbeitsrunde anders zusammengesetzt. Und dann haben die Bürgerinnen eben, sind sie miteinander in Austausch gegangen und haben dann, jeweils 3 Empfehlungen erarbeitet. Genau, der ganze Prozess wurde intensiv auch von der Presse begleitet. Wir wollten ja eine Öffentlichkeit schaffen, also dass möglichst dieses Thema Photovoltaik wirklich auch in der Öffentlichkeit Diskussionen anregt. So, hier ist dieses Expertenbriefing. Dann diese Zufallsauswahl. Und dann eben dieser Austausch. Ganz intensiv denken die über das Thema nach. Und dann stellen die ihre Empfehlungen im Plenum vor. Und die Empfehlungen werden an die Wand gepinnt und können abschließend von allen Teilnehmerinnen dann noch bepunktet werden, sodass dann Ranking entsteht. Also hier sieht man, sodass die unterschiedlichen Empfehlungen dann auch unterschiedlich viele Punkte bekamen. Genau, und hier sind dann so, dann kommen praktisch diese Ergebnisse zustande. Und da war sehr interessant, dass die Bürger sich im Grunde wünschen, dass die Stadt eine proaktive Beraterrolle übernehmen soll, dass die Beratung persönlich sein soll, neutral und niederschwellig und bequem verfügbar. Dann weiter war der Wunsch, einen Ansprechpartner oder Kümmerer von Anfang bis zum Ende zu haben und auch eine Anlaufstelle für rechtliche Fragestellungen, weniger Bürokratie. Und auch so die Bildung von Interessensgemeinschaften. Und auch die Möglichkeit, also Sammelbestellungen zum Beispiel zu machen oder Netzwerke überhaupt zu bilden aus kompetenten Bürgern, wurde angesprochen. Auch das Genossenschaftsmodell, genau, hier unten kommt es nochmal, also kam von den Bürgern selber, einfach dieses Genossenschaftsmodell weiter auszubauen. Mit diesen Ergebnissen, also die wurden dann natürlich breit gestreut, also wir haben das alles gut dokumentiert und haben dann diese Dokumentation und diese Ergebnisse dem Oberbürgermeister übergeben, der Verwaltung. Der Bürgermeister. Ich habe leise gestellt, wieso ist das so laut? Der Bürgermeister. Bürgermeister. Ja, wo kommt denn die her? Gut, ich gieße jetzt mal. So, jetzt. Und dann
seitdem, und dann haben wir das zum Anlass genommen und haben mit unserer Gruppe Klimaentscheid eine Regionalgruppe der Tech-Werke gegründet. Die Tech-Werke, das ist eine Bürgerenergiegenossenschaft in Kirchheim-Tech, die gibt es schon seit über 10 Jahren. Die haben große Erfahrungen in der Umsetzung mit Projekten. Und praktisch, wir haben uns denen angeschlossen und haben mit denen eine Kooperation gemacht und haben dann in Schorndorf über die Presse Berater gesucht, Bürgerberater, und haben dann auch 10 Schorndorfer Bürgerinnen gefunden, die sich in regelmäßigen Abständen 14-tägig austauschen. Wir haben Förderanträge für dieses Projekt gestellt, weil das kostet ja auch Geld, also die Schulungen und wir brauchen da Geldmittel dafür. Und geschult werden diese Beraterinnen durch die Tech-Werke. Also erstmal ein großer Theorieteil und dann auch, dass man mal so exemplarische Ertragsberechnungen macht. Und dann gibt es so eine Art Patenschaftsmodell, dass die erstmal mitgehen mit einem erfahrenen Berater und dabei sind und dann, dass man mal zu zweit beratet und dass man einfach auch immer rückfragen kann und eben ganz engmaschig begleitet wird durch erfahrene Mitarbeiter. Und unser Ziel ist es, 240 Beratungen im Jahr hinzubekommen. Also und vielleicht 120 zusätzliche PV-Anlagen auf Ein- und Zweifamilienhäuser. Das wären dann 600 Tonnen CO2-Einsparungen. Genau. Und dieses ganze Projekt findet große Resonanz auch über Schorndorf hinaus. Also in Esslingen zum Beispiel hat sich ein ähnliches Projekt gebildet. Die gehen nach der gleichen Methode vor. In Waiblingen, das ist unsere andere große Kreisstadt, gibt es auch eine Bürgerenergiegenossenschaft, die das so ähnlich machen. Also es ist bei uns im Kreis jetzt inzwischen schon flächendeckend verfügbar, diese Bürgerberatungen. Soweit mal. Ja, wunderbar. Ganz herzlichen Dank. Vielleicht noch ein Hinweis. Sie bekommen natürlich alle anschließend die Folien nochmal von den Referentinnen und Referenten zugeschickt. Deshalb brauchen Sie nicht mitschreiben. Und zudem wird es ja in Kürze auch die Aufzeichnung geben. Da kann man sich das in aller Ruhe nochmal anschauen. Also wir haben uns überlegt, weil wir heute ein relativ volles Programm haben, dass wir jetzt ganz gerne die einzelnen Vorträge durchgehen, bevor wir dann vertiefend in die Diskussion einschreiben. Aber wenn Sie jetzt wirklich auch Fragen haben zum Thema Bürgerentscheid, Schorndorf und den Aktivitäten da laufen, würde ich Sie bitten, die einfach schon zu notieren, eventuell auch kurz in Chat zu schreiben, dass wir nachher dann das nicht vergessen und dann kann man das eine oder andere dann auch mit aufnehmen. Gut, dann würde ich jetzt den Rainer Rohmer als Nächsten bitten, dass er jetzt seinen Vortrag hält zum Thema Wattbewerb und Bürgersolarberatung. Wunderbar, Rainer, das sieht gut aus. Ja, ich weiß nicht, ob man mich gut verstehen kann. Doch, passt gut. Ja. Ich bin also im Innenhof von der Intersolar in München und grüße erstmal die ganze Runde. Guten Abend miteinander und vielen Dank, dass ich jetzt die Gelegenheit bekomme, zunächst mal noch ein paar Folien über Wattbewerb nochmal zu zeigen. Für diejenigen unter uns, die Wattbewerb noch gar nicht kennen, hier auf der Messe war es für mich erstaunlich, wie viele Firmen Wattbewerb noch nicht gekannt haben. Das muss ich natürlich ändern. Und gut, legen wir los. Ne? Wattbewerb, hier spielt die Energiewende. Und wir sind natürlich eine Gruppe aus, wir rekrutieren unsere Leute im Team von verschiedenen Fridays for Future, Parents for Future Gruppen, IT-Klimamonster ist dabei. Ursprünglich kommt die Idee von Fossil Free Karlsruhe und ist aber mittlerweile eine Idee, die aufgeht in ganz vielen NGOs. Wir sind ein kleines Team. Wir stellen die Herausforderung an alle deutschen Städte und Gemeinden. Welche Kommune schafft es als erste, die PV-Leistung zu verdoppeln?
Die Eckdaten sind 21.02.21 war der Start. Später einsteigen ist für jede Kommune immer möglich. Es gibt drei Kategorien, Gemeinde, Städte bis 100.000 Einwohner und Großstädte. Aktuell haben wir über 200 Kommunen am Start, etwa 20 Millionen Einwohnerinnen. Das Spielende ist genau dann erreicht, wenn die erste Großstadt ihre Kilowatt-Peak-Leistung verdoppelt hat. Wir gehen von einer Spielzeit von 4, vielleicht 5 Jahren aus. Die Gewinnerin ist dann die Kommune in den drei Kategorien, die oben genannt sind, die in dem Zeitraum die meiste Kilowatt-Peak-Leistung zugebaut bekommen hat. Es zählen alle Dachanlagen bis zu Industriebrachen und Parkplätze, natürlich aber auch irgendwelche Freiflächenanlagen. Stadtwerk ist einheitlich festgelegt auf den 12.02.21 für alle auch später hinzukommenden Städte aus dem Marktstammdatenregister generiert. Wir generieren die Marktstammdatenregisterdaten einmal in der Woche und spielen die dann in unser Ranking ein. Das machen wir automatisiert. Details kann man dann, wenn ihr die PDF zum Downloaden kriegt, hier nachlesen. Findet man auch auf Privatbewerb-Webseite unter Fragen und Antworten. Die Vorteile sind natürlich auf der Hand. Der Wettbewerb zielt darauf an, eben das zuvor, jetzt bei den vortragenden Damen, auch schön herausgestellte private Engagement und auch das Kapital zu aktivieren und zu beschleunigen. Die lokalen PV-Offensiven, die sich daraus ergeben, nehmen Bürgerinnen bei der Energiewende mit und stärkt die lokale Wertschöpfung, angefangen bei den Solateuren etc. Dezentrale Energieerzeugung hat vielerlei Vorteile und letztendlich leben wir hier vorbildliches Engagement der Stadt- und Kommunengesellschaft für die Zukunft. Und wir bieten natürlich ganz viele verschiedene Spots an. Hier haben wir eine WhatsApp-Gruppe, wo wir uns fast täglich austauschen mit Energieberaterinnen, Klimaschutzmanagerinnen und natürlich vielen Aktiven vor Ort. Wir haben unregelmäßig erscheinendes oder stattfindendes Wattcafé, wo eben so auch so was Ähnliches wie hier bei Peter Moser, DBU, gemacht wird, wo verschiedene Themen thematisiert und gehighlightet werden. Wir haben ein Forum Wattbewerb in der Ebene WeChange, da kann man sich gerne einloggen und das Forum Wattbewerb suchen. Dort gibt es mannigfaltige Daten, die man brauchen kann, angefangen von unseren Contents, die wir haben, die Logos, die man downloaden kann und mit denen man arbeiten kann, Poster, Plakatentwürfe etc. Dann versuchen wir natürlich ganz viele Online-Angebote voranzutreiben. Beispielsweise momentan versuchen wir Balkonmodule in Reifeisen zu platzieren, dass sie das ins Portfolio aufnehmen und das sieht auch ganz gut aus. Dann kommt es zu dem Thema Bürgersolarberatung, wo nachher meine Nachrednerinnen darauf eingehen werden. Thema Mieterstrom versuchen wir zu platzieren. Und was wir natürlich bräuchten, wäre wirklich so eine Bazooka, wie der Bundeskanzler Scholz gerne sagt. Also wir brauchen eigentlich CO2-Massenvernichtungswaffen und das ist ja Photovoltaik in erster Linie. Und da lassen wir uns ganz viele Dinge einfallen. Beispielsweise ich habe gerade Tonschwierigkeiten. Oder bin ich der Einzige? Ich habe auch Tonschwierigkeiten. Ja, genau, der Referent ist, glaube ich, weg. Der ist nicht mehr zu hören. Ja. Der Ton ist weg. Rainer, wenn du uns hörst. Ah ja, das Internet hat versagt. Das Internet im Hotel hat versagt. Wer? Ich weiß nicht, ob man mich hören kann. Ja, jetzt hört man dich wieder. Wunderbar. Ja, sehr gut. Wollen wir es nochmal probieren? Ja, genau, gerne. Dann share ich nochmal. Ich weiß nicht genau, was abgebrochen hat, aber das passiert hier halt auch. Das ist mit dem Mobiltelefon durchgelaufen. Jetzt sieht man den Bildschirm mal und Kreativwettbewerb. Also da geht es darum, dass man einfach auch natürlich interessante Preise gewinnen können soll. Dass wir eben das Thema
an, also so eine Art Marketingersatz an die Essenstische der städtischen Familien dran bringt. So, wer ist alles dabei beim Wettbewerb? Etwa 200 Kommunen im Staat, etwa 18 Millionen Einwohnerinnen, können wir auf die Art ansprechen. Wir haben eine Webseite, wettbewerb.de, wo auch immer wieder News dran sind. Da kann man sich gerne mal durchgucken. Es sind viele Details zu finden, wo wir uns aktiv nach vorne bemühen. Und eben nochmal kurz die Ideen, die wir alle umsetzen. Natürlich versuchen wir, die Menschen zu animieren, ihre Nachbarn anzusprechen. Wir machen Workshops für Vermieter, wir teilen Success Stories. Wir versuchen natürlich auch Pressearbeit zu leisten und versuchen, die Presse für Solar zu interessieren, die Lokale vor Ort, in den Städten, aber auch bundesweit. Eben den Mal- und Kreativwettbewerb hatte ich gerade genannt. Ausbildungsoffensiven versuchen wir zu forcieren, bei den IHKs vor Ort zu fordern, einzufordern, zu motivieren. Und jetzt geht es zum Thema Bürgersolarberatung weiter und damit würde ich mich auch bedanken. Vielleicht noch ein ganz kurzer Blick hier auf die Bürgersolarberatung Karlsruhe. Da bin ich selber auch im Team mit dabei. Das ist auch ein Team, das entstanden ist aus der Schulung von Metropol Solar heraus. Und da sind wir etwa 5 bis maximal 17 Leute, noch etwas volatil, aber wir sind schon dabei, Bürgersolarberatungen durchzuführen. Und es läuft eigentlich ganz passabel. Die Menschen, die wir da beraten, die ziehen auf jeden Fall Nutzen draus und möglicherweise, das wissen wir noch nicht so genau, ziehen auch die Isolateure vor Ort Nutzen draus, dass die einfach Zeit sparen. Also nochmal herzlichen Dank und ich gebe jetzt dann weiter. Dein Mikrofon ist noch aus. Peter, dein Mikrofon ist aus. Entschuldigung, mein Mikrofon war aus. Ganz herzlichen Dank nochmal, Rainer. Eine tolle Präsentation in so kurzer Zeit. Wir wollen jetzt gerne noch zwei Beispiele erstmal vorstellen. Und zwar als erstes das Beispiel Marburg. Da ist die Tatjana Veit jetzt vertreten mit einem kurzen Vortrag, Beitrag. Tatjana, du kannst jetzt gerne loslegen, deinen Bildschirm teilen. Wenn das klappt, das wäre super. Dann war er zwar nicht getestet, aber das wäre hilfreich. Sonst müsste ich das versuchen. Versuche mal. Funktioniert's? Ja, hervorragend. Super. Und hören kann man mich auch. Ja. Genau. Ganz kurz von meiner Seite. Ich vertrete den Kollegen Thomas Kopp. Das ist der städtische Energieberater der Stadt Marburg. Ich bin auch erst seit einem Jahr jetzt im Fachdienst Klimaschutz der Stadt Marburg und kam so zeitgleich wie bei uns der Beschluss für den Wettbewerb auf den Weg kam in den Fachdienst. Damit war das so ein bisschen mein erstes Projekt, an das ich aktiv einsteigen durfte. Sehr spannend. Und bei uns war das so, dass wir eben, wie er eben vorgestellt wurde vom Rainer, so diese Gruppierung der Fridays, Parents und Scientists for Future, dass wir hier die aus der Stadtverwaltung heraus angeschrieben haben. Wir haben gesagt, hier, wir machen beim Wettbewerb mit, wie sieht's aus, wie können wir mobilisieren? Und daraufhin hat sich dann so eine kleine Gruppe, wobei manchmal sind wir auch 15 Leute, manchmal sind wir aber auch nur 7. 7 ist so ein Kernteam, würde ich sagen, genau, gefunden, auch aus dem Klimabündnis. Das ist hier auch noch so eine zivilgesellschaftliche Organisation, die sich rund um das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz eben engagiert und einsetzt. Und genau, dieses Kernteam, das hat sich dann relativ schnell gefunden und wir setzen tatsächlich einmal die Woche Minimum 1 bis 2 Stunden auch zusammen und überlegen eben, wie wir hier den Wettbewerb oder eben den Photovoltaikausbau voranbringen können und welche Projekte und Aktionen wir starten können. Und in einer dieser Sitzungen, da hatten wir es gerade von, welche Bottlenecks gibt es denn noch, also welche Hindernisse sollten wir jetzt langfristig eben auch mit im Blick haben. Und da war dann eben relativ schnell die Kapazitäten unserer hier vor Ort ansässigen Solateurinnen, die eben schon damals auch sehr ausgeschöpft waren. Jetzt brauchen wir da gar nicht mehr von sprechen. Genau, und dass wir mit denen eben gesprochen hatten. Und dann war eben dieses Jahr, also wenn ihr uns Arbeit abnehmen wollt, dann doch bitte Beratung, weil damit verschwenden wir eben ziemlich viel Zeit praktisch. Und wir könnten mehr verbauen, wenn wir eben uns mehr auf oder wenn die Kunden praktisch selbst schon ein genaueres Bild davon hätten, was sie eben bräuchten. So, genau. Und da kam dann eben auch die in dieser Diskussion war dann das, okay, wir brauchen eben Bürgersolarberater. Genau.
wie das dann zu den Ausbildungen kam. Also wir haben das dann halt auch mit Presse- und Öffentlichkeitsarbeit kommuniziert, dass wir eben ausbilden für ehrenamtliche Bürgersolarberater. Zeitgleich hat der Thomas Kopp hier an der VHS noch so eine Schulung gegeben zu Photovoltaik. Und in diesem Rahmen haben sich dann auch relativ schnell viele Leute eigentlich gefunden. Also ich glaube, es waren 8 insgesamt oder 9. So um den Dreh. Und genau, dann ging es los mit einer 2-stündigen Kick-Off-Veranstaltung, wo man sich eben auch erstmal so ein bisschen kennengelernt hat, mal vorgestellt hat, worum geht es, was kommt auf die Leute zu. Genau, und dann gab es eben 3 Workshops insgesamt von jeweils 4 Stunden. Das war eben wegen Corona auch alles digital. Und das, was vorhin auch schon gefallen ist, diese Praxisphase, also diese Peer-to-Peer-Phase dann eben in Teams, dass die sich auch wirklich sicher fühlen, dann praktisch auf die Leute loszugehen sozusagen. Genau. Ziel der Schulung, natürlich die Ausbildung der BürgersolarberaterInnen, eben das Wissen über Photovoltaikanlagen zu vermitteln. Das, genau, wir weisen eben auch immer darauf hin, weil genau wie ja eben auch schon angesprochen wurde, dass das eben auch immer Multiplikatorinnen sind, also dass sie mit Freunden und Bekannten über das Thema sprechen und dann eben im Endeffekt auch selbstständige Erstberatung durchführen dürfen. Genau, die Besonderheit bei uns ist, dass wir mit dem Klimabonus, das ist ja auch so eine lokale Initiative, die CO2-Einsparungen in sogenannte Klimaboni umrechnen. Und dann haben wir halt gesagt, das ist so ein bisschen wie so ein Gutschein, den man manchmal von den Städten bekommt für eben irgendwelche lokal ansässige Gewerbe oder Einzelhandel. Und das ist dieser Klimaboni, das ist dann auch so ein Gutschein, den Sie noch bekommen, so als kleine Wertschätzung. Dankeschön, dass Sie das machen. Und genau, das ist aber nur für nachhaltigen Einzelhandel, also so Verkauf, also Einkauf, verpackungsfrei legen oder solche Sachen. Genau, der Thomas Kopp, der hat das eben inhaltlich, die ganze technische Seite da vorgestellt und hat dann eben hier auch noch so ein paar Tools vorgestellt, so Online-Tools, dass sie da auch wirklich ein bisschen rangeführt werden an ja, wie das ist halt möglichst professionell eben auch. Und das sind hier die 4 Tools zur Information einfach. Genau, das ist so einfach nochmal so ein Abspann von den Inhalten, was eben vorgestellt wurde und welche Kompetenzen dann im Rahmen dieser Ausbildung vermittelt wurden. Also von den Vorteilen, uns ging es ganz viel darum, auch erstmal mit den mit diesen Vorurteilen schon fast praktisch aufzuräumen erstmal. Genau, Kombination aus Klimaschutz und PV und dann eben auch noch so ein paar sehr, sehr technische Bestandteile, wo ich jetzt nicht so drin bin. Genau. Und zum Projektverlauf, und das ist auch so ein bisschen die Besonderheit bei uns, glaube ich, oder das ist für mich zumindest eine Besonderheit, dass wir eben jetzt im Rahmen des Wettbewerbes und durch die hohe Nachfrage auch der Bürgersolarberater, also es rufen teilweise wirklich Leute an, die sagen, sie wollen auch Bürgersolarberater werden und wann gibt es dann endlich die nächste Ausbildungsrunde, dass wir jetzt so ein Online-Tool haben, wo wir praktisch als Stadt dafür sorgen können, dass wir diesen Pool für die Bürgersolarberater füllen durch Informationsveranstaltungen, durch Briefe. Wir haben jetzt auch einfach random Briefe rumgeschickt mit, wer Interesse hat an einer kostenlosen Bürgersolarberater, der von der Stadt ausgebildeten BürgersolarberaterInnen, dann bitte einfach E-Mail an oder einfach melden. Und diese Daten, das ist mit Datenschutz und so alles abgeklärt, können wir halt jetzt praktisch den BürgersolarberaterInnen dann zur Verfügung stellen. Genau, es ging eben los im Juni letzten Jahres mit dem Wettbewerb-Kickoff, wie ich es vorhin erzählt habe. Dann gab es eben die Schulung der Solarberaterinnen und als sie dann abgeschlossen war halt die Frage, okay, wie kriegen wir jetzt auch wirklich einen Pool an Leuten, weil die waren auch wirklich total, so, und wann können wir endlich anfangen? Also ehrenamtliches Engagement à la carte war das wirklich, hat richtig Spaß gemacht. Genau, und jetzt hatten wir eben letztes Wochenende ein Familiensolarpicknick nochmal, wo die Leute dann halt immer praktisch unterschreiben können, ja, sie würden gerne von einem Bürgersolarberater kontaktiert werden für eine kostenlose PV-Beratung. Und also ich kann sagen, aus der Stadtverwaltungsperspektive mal, das ist ein Projekt, was einfach richtig Spaß macht, weil man auch total Lust hat, mit Leuten zu arbeiten, die halt auch Lust haben und das dann halt im Zweifelsfall sogar noch ehrenamtlich übernehmen. Und das ist einfach, es macht einfach wirklich Spaß mit den Leuten, die sind alle super engagiert und es macht einfach Spaß. Ja.
Das war es auch schon von mir. Ja, wunderbar. Das gibt mir noch den Hinweis zu sagen, dass wir natürlich auch gerne mit der neuen DBU-Initiative Zukunft zu Hause da auch gerne unterstützen würden. Wir sind ja dabei, bestimmte Tools auch vorzubereiten, insbesondere im Bereich Solar. Also wenn da Interesse ist in Marburg, dass wir da das eine oder andere vielleicht an Informationen, Kurzvorträge, Clips und Ähnliches können wir gerne teilen, bereitstellen. Oder Bilder, Fotos kommen dann später auch noch dazu. Also da können wir uns ja im Nachgang nochmal abstimmen und mal gucken. Das betrifft natürlich nicht nur Marburg, sondern einfach auf die Seite Zukunft zu Hause nachhaltig sanieren gehen und da finden Sie jetzt immer mehr Informationen, die wir da einstellen. Soweit aber zur Eigenwerbung und jetzt geht's nahtlos weiter zur nächsten Stadt, die ja auch über den Wettbewerb inspiriert wurde. Also eine Stadt, wo der Wettbewerb direkt aktiv war mit Metropol Solar zusammen und eine Ausbildung gemacht hat. Und jetzt würde Maria Kroll-Fiedler, glaube ich, ein bisschen das erläutern, was da in Soest alles Tolles passiert. Ja, da möchte ich auch alle ganz herzlich begrüßen. Ich habe keine Präsentation vorbereitet, kann aber noch mal im Nachgang ein bisschen was zusammenschreiben. Jetzt würde ich es erstmal mündlich vortragen. Und wie schon richtig gesagt, wir haben also zu mir erstmal, ich bin Umweltberaterin in der Geschäftsstelle Klimaschutz bei der Stadt Soest. Wir hatten uns im 21 beim Wettbewerb angemeldet. Und dann kam auch kurz später danach eine Infoveranstaltung zum Thema Bürgersolarberatung. Und da wir eben ein Förderprogramm zum Thema PV haben, die Stadt Soest sich zum Ziel gesetzt hat, 2030 klimaneutral zu werden, war das eben eine gute Gelegenheit, oder da das aufzunehmen, diese Idee. Wir haben dann zunächst einen Presseartikel veröffentlicht, um mit Metropol Solar gesprochen, ob wir Möglichkeiten haben, die Ausbildung wahrzunehmen, haben unser Interesse bekundet und dann von dem Herrn Banasch, der da für Metropol Solar verantwortlich sich zeigt, hat dann zugestimmt und sagte, bei unserem Interesse wäre das möglich, wenn wir eben Berater finden würden. Wir haben dann zunächst einen Presseartikel in die Zeitung gesetzt. Ich war erst ein bisschen skeptisch, weil es ja doch sehr viel Arbeit auch und zeitintensiv ist, die Bürgersolarberatung. Ich war dann im Urlaub, kam zurück und es hatten sich 15 gemeldet. Und das war natürlich ein schöner Start in den neuen Arbeitsalltag. Und von diesen 15, die haben zunächst auch die Ausbildung gemacht. Die Stadt hat die Ausbildung finanziert. Wir haben die Ausbildung gemacht und übrig geblieben sind dann 7 bis 8, die dann als Solarberater tätig sein wollten. Die Ausbildung war ähnlich wie in Marburg. Es waren 3 Module, 2 für alle 15 Personen und dann das dritte Modul, diese Berechnungstools. Das war hauptsächlich für 2, die eben sich verantwortlich zeigen, das später durchzuführen. Wobei in der Praxis konnten sich das alle anhören. Und 2 wurden eben direkt geschult und in Soest war es so, dass sie sich dann untereinander auch weiter geschult haben. Genau. So, dann war nach dieser Schulung, die alle durchgeführt haben, erfolgte diese sogenannte Tandemphase. Das heißt, dass von Metropol Solar erfahrene Berater mit den Bürgersolarberatern aus Soest loszogen. Wir hatten vorher überlegt und uns Menschen gesucht, die sich beraten lassen wollten und hatten auch schon einige. Und dort wurde dann die ersten Probeberatungen durchgeführt. Und dann war es so, wie eben auch schon geäußert, dass die Bürgersolarberater darauf warteten, wann kann es losgehen. Also irgendwie scharten sie mit den Hufen, ist übertrieben. Aber es war schon so, dass sie sich freuten, dass es losgehen konnte. Zwischenzeitlich hatten wir eben auch aufgebaut, dass ein 4-wöchentliches Treffen stattfindet zum Austausch. Ich muss mal eben meinen Strom hier an. So, wir haben in Soest ein schönes Stadtlabor im Rahmen der digitalen Modellkommune und da treffen wir uns 4-wöchentlich und besprechen eben organisatorische Sachen. Von Metropol Solar aus war es grundsätzlich eigentlich mehr gewollt, dass die Gruppen unabhängig von der Kommune sind und alles selber praktisch im Grunde sich selbst organisieren. Wir in Soest haben aber eigentlich so gut zusammengearbeitet, dass die Bürgersolarberater einverstanden waren, dass die Kommune die organisatorischen Dinge übernimmt, was nicht heißt, in die Arbeit zu reden, sondern so solche diese Treffen oder Pressetermine vorbereitet, eine Internetseite und diese Sachen, die eben rundherum erforderlich sind. Und das klappt eigentlich sehr gut. Genau, dann hat im April
die Beratungsphase auch wieder mit einem Pressetermin begonnen. Und daraufhin haben sich also sehr viele gemeldet, 30 bis 40. Wir haben das so gemacht, dass wir auf der Internetseite ein Kontaktformular haben. Das geht automatisch über unsere Adresse an die Bürgersolarberater. Ich lösche die sofort und die Bürgersolarberater verteilen diese dann unter sich, dass das auch alles mit dem Datenschutz gewährleistet ist. Das war vom Metropol Solar so ein bisschen in Frage gestellt, ob das möglich ist. Rückmeldung kam, also eigentlich ist diese Bürgersolarberatung für das Stadtgebiet Soest. Es kamen anfangs auch viele Anfragen von außerhalb und die Bürgersolarberater entscheiden selber je nach Aufkommen aus Soest, ob sie von außerhalb eben noch auch welche durchführen können. Dann haben wir weitere Werbung gemacht eben auf verschiedenen Stadtfesten. In Soest gibt es einen sogenannten Altstadtfrühling. Da waren die Bürgersolarberatung mit der Geschäftsstelle Klimaschutz vertreten. Und wir haben eine Messe in der Stadthalle der Stadt und auch da waren die Bürgersolarberater vertreten. Interessant ist auch, durch Beratungen sind noch zwei neue Berater dazugekommen. Das heißt, wenn die Bürgersolarberater so merken, dass die Kunden und Interessenten gut geschult sind und schon Ahnung haben, und nach dem Gespräch und fragen dann, ob sie nicht vielleicht auch Interesse haben, und dadurch sind schon zwei weitere Berater dazugekommen. Und unser Ziel ist, dass wir bald die 50. Beratung feiern und das beim Ortstermin einer Kundin, die eben erfolgreich beraten wurde, die Solaranlage schon auf dem Dach hat, hat das Förderprogramm genutzt. Und das hoffen wir, dass wir das vor den Sommerferien noch gemeinsam machen können. Ein Bürgersolarberater, habe ich eben gesehen, ist mit dabei, der Martin Kutscher. Wenn er noch was ergänzen möchte, kann er das gerne tun. Ja. Herr Kutscher, haben Sie Interesse, noch mal kurz sich einzuschalten? Ist ja, aber keine Pflicht. Alles gut, okay. Ja, ich kann mich gerne einschalten. Ich weiß nicht, hört man mich? Ja, ja, alles wunderbar. Hört man mich? Also einen schönen guten Abend an alle. Maria, du hast eigentlich alles erzählt. Frau Veit aus Marburg hat eigentlich auch die organisatorischen Dinge erzählt, die wir als Solarberater miterleben durften. Und wir haben auch schon den ersten Erfolg. Ich habe am Montag nach unserem Treffen die erste Kundin, die wir beraten haben, in Tandem besucht, weil ich von ihr gehört habe, dass die PV-Anlage geliefert wird, weil im Moment der Markt es sehr schwierig darstellt. Die Handwerker sind rar gesät, beziehungsweise die da sind, haben volle Bücher. Aber die Solaranlage ist schon montiert. Es fehlt noch der Wechselrichter und der interne Speicher. Aber ich bin sehr sicher, dass das auch in den nächsten Tagen kommt. Und wir sind auch insgesamt sehr sicher, dass die anderen Bürger, die wir beraten haben, dann auch mit Erfolg abschließen. Ja, wunderbar. Das finde ich ganz toll. Wir werden gleich nochmal in Diskussion vertieft einsteigen. Ich möchte jetzt aber den abschließenden Vortrag noch von Susanne Jung gerne erstmal noch mit einbeziehen. Ihr vom Solarenergieförderverein habt ja wirklich auch viel vor bundesweit. Die Initiative soll jetzt ja auch demnächst losgehen. Also eine wunderbare Ergänzung vom Wattbewerb und den anderen Aktivitäten aus Marburg. Susanne, du hast eine Präsentation, die du uns zeigen kannst, oder? Du musst ja, also ich... Jetzt bin ich zu hören sicherlich, ja. Ne? Und jetzt mache ich die Präsentation auf. Könnt ihr das sehen? Ja, ja. So, machen wir es doch groß. Das ist nicht die Einstiegsfolie, glaube ich. Ist die Einstiegsfolie oder hörst du oben? Nein, du hast recht. So, ja. Okay, heute ist ein aufregender Tag für mich, weil wir haben Landtagswahl hier in Nordrhein-Westfalen und deshalb hatten wir hier im Haus der Kirche auch gerade eine ganz spannende Veranstaltung zur Windenergie und da war ich mit involviert und von daher bin ich etwas später gekommen. Da entschuldige ich mich sehr, weil die Beiträge, die ich gerade gehört habe, waren so spannend aus den Kommunen, so spannend. Und ich muss sagen, ich bin jetzt als Mitarbeiterin und Geschäftsführerin des Solarenergiefördervereins Deutschland seit über 35 Jahren im Klimageschäft quasi, in der Klimaberatung, in der Solaranlagenberatung. Und ich früher habe, oder in den letzten Monaten habe ich mich immer sehr darüber beklagt. Mich persönlich fand ich sehr schade, dass die Umweltvereine und die Organisationen nicht enger zusammenarbeiten, um den Klimaschutz wirklich in der Politik und der Energiepolitik nach vorne zu bringen. Aber hier bei diesem Thema ist es so wichtig, dass wir alle in den Kommunen wirklich ihre Päckchen schnüren und aktiv vorangehen. Und da gibt es überhaupt gar keinen Konkurrenzgedanken oder der hat auch und der hat auch und da macht es Metropol Solar und da machen es jetzt noch die von Wattbewerbe und die von Solarenergiefördervereinen. Es geht einfach darum, die Leute zu mobilisieren von unten und das muss jeder für sich, also so nah wie man ist an den Menschen, so muss man das auch nach vorne bringen. Und ich bin deshalb auch total begeistert,
dass das woanders auch schon so richtig toll losgeht. Wir haben hier in Aachen uns vor reichlich einem Jahr zusammengefunden und haben an der Idee gesponnen, eine Gruppe von Ehrenamtlern, der Ulrich Böckert, ich habe gesehen, der ist auch hier mit bei den Zuhörern, der ist auch ein Vorstandsmitglied beim Solarenergieförderverein, der war von Anfang an auch dabei, genauso wie der Peter Klafka von den Scientists for Future hier aus Aachen und eine sehr engagierte Mitarbeiterin, die Pia Anderer von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Wir alle haben zusammengesessen und haben geguckt, was geht. Und wir hier vom Solarenergieförderverein, falls Sie es nicht wissen, sind in der Tat ein bundesweit tätiger Verein, also keiner, der in Aachen wirklich dezidiert nur und einzig arbeitet, sondern in ganz Deutschland sich aktiv zeigt. Wir haben bundesweit über 3000 Mitglieder, inklusive Fördermitglieder, sind parteipolitisch, wirtschaftlich unabhängig und finanzieren uns nur über Spenden und Mitgliedsbeiträge. Das ist schon seit vielen, vielen Jahren unser Job, unser Geschehen. Und wir wollen halt im Klimaschutz ganz viel bewegen. Wir haben Erfolge gezeigt. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen. Wir haben an dem Prinzip der Kosteneinspeisevergütung quasi mitgewirkt, haben quasi das EEG mit aus der Taufe gehoben und haben eine Klimaklage letztes Jahr gewonnen vom Bundesverfassungsgericht. Also sind alles so Steps, die uns wirklich auch große Freude bereiten. Und wobei natürlich es auf der anderen Seite wir auch sehen, dass der Klimaschutz in der Bundesregierung noch immer nicht in dieser Weise behandelt wird, wie es zwingend notwendig wäre, um diesen 1,5-Grad-Pfad wirklich einzuhalten. Aber dennoch kämpfen wir an allen Fronten, wie man das, auch wenn es etwas militärisch klingt, um wirklich auch Druck auf die Kessel zu bringen. Und das haben wir jetzt auch in ähnlicher Weise vor, wie Sie das in Ihren Kommunen so wunderbar vielleicht schon viel, viel weitergebracht haben, als wir gerade am Anfang stehen. Wir wollen tatsächlich auch in die Nachbarschaft gehen und sehen da ein Riesenpotenzial. Wir haben Know-how, wir sind seit vielen, vielen Jahren, haben wir Solarberatung, Einzelberatung hier in der Bundesgeschäftsstelle. Im Jahr mindestens 1000 Einzelberatungen. Hier klingelt jeden Tag das Telefon heiß und wir haben MitarbeiterInnen, die uns da halt auch beratend unterstützen. Aber da wollen wir raus und wollen tatsächlich auch in das Ehrenamt reingehen und haben halt diese Kampagne aufgesetzt, die ähnlich gewürfelt ist wie bei Ihnen in den Kommunen. Wir sagen, wir müssen von und für Nachbarn eine Beratung durchführen, eine wirklich gute Beratung, damit wir die Kraft dieser Nachbarschaft, und ich bin zusätzlich auch Aufsichtsrätin für Bündnis Bürgerenergie, die halt auch diese Kraft der Nachbarschaft auch in den Fokus gerückt hat vor einigen Jahren, diese Kraft der Nachbarschaft müssen wir nutzen, um die Solarenergie halt von Haus zu Haus wandern zu lassen. Worum geht es? Genauso wie bei Ihnen wollen wir die Akteure miteinander verbinden. Wir möchten den Wandel anstoßen, wollen die Dezentralität hervorheben der Energiewende und vor allen Dingen eine Demokratisierung dieses ganzen Energiemarktes anstoßen. Das ist unser Wunsch und das geht am besten halt auch über die Nachbarschaft, über das Erzählen zwischen den Menschen untereinander, dass sie zeigen, wie gut funktioniert Solarenergie. Und wir sehen ganz häufig, und ich hatte gestern Abend erst wieder einen Vortrag über eine Stunde mit unseren Akteuren in Aachen, dass man die Menschen ganz niederschwellig abholen muss, die wirklich die Basics auch erklären muss. Da geht es gar nicht um große technische Details, wie funktioniert ein Wechselrichter und muss die Verschaltung unbedingt sein. Die wollen es ganz einfach erklärt haben. Die wollen sehen, wo ist die Solaranlage. Sie haben die zum Teil noch nie aus der Nähe, aus dem Dachfenster sich angeschaut. Sie sind manchmal erstaunt, dass sie leise ist, dass sie keinen Krach macht, dass sie so wenig Platz der Wechselrichter im Haus braucht, dass so eine Batterie auch ganz klein im Keller sich neben den Zähler anordnen lässt, ohne dass man wirklich da auch einen großen Eingriff in die Struktur des Hauses hat. Also all das brauchen die Menschen und müssen sie sehen. Und das bestätigen im Grunde genommen auch wissenschaftliche Studien, dass Solaranlagen ansteckend sind, nämlich immer dann ansteckend, wenn sie im engen Umkreis quasi existieren. Also es ist umso wahrscheinlicher, wenn im Umfeld eine Solaranlage entstanden ist, dass die Nachbarn dann sagen, boah, das will ich auch, ne? Und da gehe ich mal hin und gucke mir das an und freue mich total darüber, dass ich dann genau das Gleiche kann wie mein Nachbar oder meine Nachbarin auch. Das ist eine Studie, die hier das Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung letztes Jahr in Auftrag gegeben hat. Das war eine weltweite Studie und die haben es in Amerika ausgelegt. Aber dennoch kann man dieses Ergebnis auch ganz sicher auf Deutschland übertragen und das merken Sie da in den Kommunen bei sich ja sowieso schon länger.
Ja, wir haben zunächst genauso wie Sie auch erstmal in unserer Stadt hier geplant, etwas zu machen, den Stadt in Aachen. Das war unser Ding, denn wir haben hier auch Klimaneutralität beschlossen bis 2030. Wir haben eine große solare Dachflächen, die noch zur Verfügung stehen, über ca. 500 Fußballfelder, die noch mit Photovoltaik zugeplattet werden können. Wir haben hier richtig Erfahrung von Solarpionieren, wie das geht. Und das große, tolle Sache ist, dass wir Fördergelder der Stadt Aachen auch noch abholen können. Die Stadt Aachen ist da mit Geld jetzt auch gut bewaffnet, was den Klimaschutz anbelangt. Und deshalb können die Bürger da, nicht wir als Solarenergieförderverein, sondern die Bürger selber, wenn sie sich da quasi auf den Weg machen, auch gefördert werden. Ja, wir sehen jetzt, und das haben Sie sicherlich, und das habe ich vielleicht schon am Anfang erwähnt, dass die Solarenergie wirklich brummt. Also jeder vierte Hauseigentümer plant im Moment die Installation einer Solaranlage in den kommenden 12 Jahren. Das macht totalen Druck auf die Branche, auf die Installateursbranche. Und ich sehe es genauso wie Sie, dass es tatsächlich total hilfreich ist, den Installateuren die Arbeit abzunehmen, die Beratungsarbeit abzunehmen. Und es ist auch super klasse, wenn ein Installateur nicht nur eine Solaranlage in einem Straßenzug installieren muss, sondern gleich 3 oder 4. Das bringt natürlich auch ein Stück weit Masse und Vereinfachung, und deshalb ist diese Beratungssache, die Sie da machen, auch besonders wichtig und die wir hier auf den Weg bringen. Die Struktur, die wir haben ein Orga-Team, der Solarenergieförderverein, Verbraucherzentrale, Scientists for Future sind dabei. Dieses Orga-Team bildet sogenannte PV-ExpertInnen aus, sind diese PV-ExpertInnen, Entschuldigung, sind selbst die Experten und haben halt diese Schulungsmaterialien erstellt. Wir haben einen Vortrag erstellt, wir sind gerade dabei, die Flyer fertigzustellen, und eine Homepage wird in Kürze öffentlich sein. Wir sind schon bei Social Media vertreten und so weiter. Und wir sind dabei, diese PV-Botschafter, wir nennen sie nicht Berater, sondern Botschafter, auszubilden, die tatsächlich dann auch Infos bekommen sollen zu Technik, zur Wirtschaftlichkeit und so weiter, Haftungsrisiken, zur Kommunikation und auch zum Verwenden von Bildrechten, wenn sie halt mit Bildern agieren. Und sollen die ganze Technik und die Vorteile der PV-Anlagen allgemein verständlich erklären und zum Mitmachen begeistern. Es geht hier wirklich nicht um Detailarbeit und Detailberatung, sondern allgemeine Informationen zur Photovoltaik, zur Solartechnik. Diese Botschafter werden also von uns geschult, und diese Schulung hat auch schon stattgefunden, die erste, und sie war erfolgreich. Die Leute waren begeistert, genauso wie bei Ihnen in den Kommunen, und sie hatten auch kein Problem damit, dass sie ehrenamtlich tätig werden, und die Begeisterung lag in der, ich bringe die Energiewende voran und ich möchte endlich loslegen. Es gab auch schon tatsächlich erste Schulungen mit Erfolgen, vor allem auch aus unserem Orga-Team wurden sie angestoßen, aber ich denke, das wird in den nächsten Wochen richtig anziehen, weil wir tagtäglich halt Rückfragen bekommen, wo ist jetzt das Infomaterial, wo kriege ich die Flyer her und so weiter. Ja, diese Botschafter gehen dann tatsächlich zu sogenannten PV-Gastgeberinnen in die Häuser. Diese Gastgeberinnen organisieren eine Party, eine sogenannte PV-Party, laden ihre Freunde und Nachbarn ein. Dafür sind die Flyer da, damit die Einladung flutscht. Und sie betreiben in aller Regel dann auch eine PV-Anlage und zeigen dann ihre Anlage und berichten über ihre eigenen Erfahrungen. Das ist so ähnlich das Prinzip wie bei der Tupper-Party. Ne, ich habe was, ich lade meine Nachbarn ein und zeige, wie es flutscht, wie es geht, und nehme die Hemmschwelle, um zu investieren. Die Veranstaltungsorte können überall sein, im Umfeld, zu Hause, von zu Hause, Dorfplatz bis zum Parkplatz, zum Kirchplatz, wo auch immer. Und natürlich ist ganz wichtig, dass man zum Schluss so eine Solaranlage einfach mal anfassen kann, den Wechselrichter sieht. Also wenn man aus dem Dachfenster rausgreift, natürlich soll man es nicht aufs Dach klettern und so weiter. Ich selber habe jetzt in der Corona-Zeit auch so eine Online PV-Party gehalten in einer Straße, wo ich mal gewohnt habe, und die war erfolgreich von 3 Zuhörern, obwohl ich selber nicht natürlich mit anfassen konnte. Den Wechselrichter von 3 Zuhörern haben 2 dann sich entschlossen, eine Solaranlage zu bauen, und ich finde, das ist schon ein ganz, ganz brauchbarer Erfolg.
Ja, wir planen gerade eine Homepage, die ist, das Logo haben wir schon, wir haben ganz viel schon fertig, das wird jetzt noch 2-3 Wochen dauern, dann stellen wir die scharf und dann kann jeder drauf schauen. Das soll eine Deutschlandkarte entstehen, wo wirklich auch die Botschaft, und wir sind ja ein deutschlandweit agierender Verein, wo die Botschafter dann sich auch eintragen können. Sie sollen über diese Homepage auch in ganz einfacher Weise Kontakt haben, finden zu Orten, wo Leute halt solche Partys quasi wünschen, so ähnlich wie es halt bei der Tupper-Party ist, und es soll auch so ein gewisses Ranking zwischen den Botschaftern geben, sodass man sehen kann, wer hat jetzt schon viele Partys gemacht, wie viel installierte Leistung ist entstanden. Das ist uns ganz wichtig, dass man da auch so ein bisschen Antrieb findet und sieht, was da bei anderen, in anderen Kommunen und oder auch in Aachen tatsächlich stattfindet. Ja, wo sind wir gerade? Haben halt Trainingskonzepte, Schulungsmaterialien soweit erstellt. Wir optimieren immer weiter. Der Ulrich Böke ist sehr erfahren darin, auch solche Schulungen zu halten und hat auch immer wieder tolle Ideen. Wie gesagt, er ist hier auch unter den Zuhörern. Wir haben schon eine Testschulung gemacht in der Volkshochschule hier in Aachen, bauen gerade die ganze IT-Struktur auf und das Design und wollen stellen gerade 2 neue MitarbeiterInnen ein, also einen Social-Media-Mensch haben wir schon bei uns am Start, den Simon, und in Kürze wird jetzt noch eine weitere Person dazukommen, um das Ganze zu betreuen von uns aus. All das wird gefördert von dem Elektrizitätswerk in Schönau. Die haben uns ein ganz großzügig Fördermittel zur Verfügung gestellt, die uns erlauben, diese Kampagne ein Jahr lang zu ziehen. Außerdem natürlich die Stadt Aachen, die wir noch dabei haben, und auch selber, wir gehen auch mit Geld da rein, der Solarenergieförderverein Deutschland, um da auch noch ein bisschen Geburtshilfe zu schaffen. Und das alles ermöglicht uns, diese Tools aufzustellen, und da wir darüber erzählen, haben wir nicht nur in Aachen Sympathisanten gefunden, sondern bundesweit ein großes Interesse an dieser Kampagne gesehen. Es melden sich genauso wie bei Ihnen in den Kommunen ständig Leute und sagen, ich will auch, wie geht das, wo kriege ich die Schulungsmaterialien? Und wir werden jetzt halt auch immer mehr in solche Online-Schulungen tatsächlich gehen, dass man in den Kommunen auch vorangeht, wobei ich es viel sinnvoller und viel besser halte, wenn die Kommunen selber, wir wollen niemandem das Wasser abgraben, um Gottes Willen, hier geht es um die Sache und nicht wer ist der Schnellste. Wenn die Kommunen selber aus eigener Kraft sowas bewegen und schaffen, dann soll das da auch beheimatet bleiben. Wir können allenfalls da weiter entfernt Initialzündung geben, dass sich sowas dort entwickelt und gut vorangeht, denn es kommt absolut nur darauf an, dass wir in einer Schnelligkeit Photovoltaik nach vorne bringen, in dem Maße, wie wir Dächer in Deutschland haben und Flächen in Deutschland haben. Und da wollen wir als Solarenergieförderverein unseren Beitrag zu leisten und hoffen, dass sich ganz viele dafür begeistern und wir mit vielen reden können und von den anderen lernen können, genauso wie vielleicht andere von uns dann auch lernen wollen. Ja, vielen Dank. Hier ist nochmal unser Kampagnen-Visual, was uns von unseren Designern erstellt wurde. Wir sind, wie gesagt, schon auf Social Media präsent. Da kann man schauen, kann man uns kontaktieren oder per E-Mail, wenn man eine Frage hat. Das war in aller Kürze zu unserer tollen Kampagne, worüber ich mich total freue und wir ganz, ganz viel Herzblut reingelegt haben, ganz viel Ehrenamt, und wir werden auch mit großer Kraft da weiter dran arbeiten. Vielen Dank. Ja, super, Susanne. Ganz toll, was ihr da vorhabt. Auch an alle anderen. Ist wirklich, der Solarbooster ist jetzt gestartet und die Welle, sag ich mal, ist, glaube ich, gar nicht mehr aufzuhalten. Das wird jetzt viral gehen, also quasi exponentiell nach oben, und dann wuppen wir das. Also ich glaube, das ist ganz entscheidend, dass wir gerade die Dächer voll machen und die Welle von unten starten. Weil ich habe so das Gefühl, was auf Bundesebene kommt, das kommt zwar irgendwann, aber wann es kommt, ist noch eine andere Frage. Und ob da alles so toll ist, was da kommt, müssen wir erstmal abwarten. Das ist ja aber nicht das Thema von heute. Heute ist das Thema ja Solarberatung, Coaching und solche Sachen. Ich habe jetzt schon ein paar Fragen im Chat und würde jetzt folgendes Prozedere vorschlagen, bevor ich es vergesse, Susanne. Könntest du mir bitte heute noch oder morgen, am besten noch heute, eine PDF schicken von deinem Vortrag? Dann kann ich die nämlich zeitnah den Kollegen geben, dass wir dann alle Angemeldeten die Vorträge schicken. Von dir habe ich es nämlich nicht, und ich glaube, von allen anderen habe ich es. Das wäre super, wenn du mir das heute noch schickst. Dann kann das zeitnah verschickt werden. Das kann ansonsten auch auf unserer Seite runtergeladen werden. Genau. Ich würde Folgendes vorschlagen. Also ich habe jetzt ein paar Fragen im Chat, die können wir noch gern diskutieren. Ich würde ansonsten auch sagen, altbewährt,
Sie können gerne unten, weil wenn Sie gehen auf Reaktionen und da ist unten Handheben und dann stellen Sie einfach Ihre Fragen und dann nehme ich Sie in der Reihenfolge auch an, wenn Sie dann Fragen haben. Ansonsten diskutieren wir hier in der Runde weiter, aber ich fände es natürlich super, wenn die Zuhörer auch interaktiv sich einschalten, ihre Fragen stellen, mitdiskutieren und Ähnliches. Soweit erstmal. Ich hoffe, dann kommen gleich die ersten Fragen. Ich würde aber erstmal die Punkte der Fragen im Chat gleich kurz ansprechen. Förderprogramm für Solarschulung ist da gefragt worden. Auch so ein bisschen im Hinblick Rainer oder vielleicht das, was in Soest. Wie finanziert ihr das eigentlich? Ist das alles Geld der Stadt aus den Klimaetats in Marburg, Soest oder wie so werden solche Schulungen abgehalten oder ist das irgendwie alles zusätzliches Ehrenengagement aus den Verwaltungen und von euch oder gibt es da irgendwelche? Da wird ja nicht jeder die Elektrizitätswerke schöner im Hintergrund haben. Also seitdem wir den Beschluss haben, 2030 klimaneutral zu werden, ist auch ein Masterplan erstellt worden und mit sehr vielen Maßnahmen und dahinter steckt eben auch Geld, was eben auch bewilligt worden ist und unter anderem konnte daraus eben, ohne groß zu fragen oder zu überlegen, dann das Schulungsgeld der Stadt, die Schulung finanziert werden. Und das ist auch für Öffentlichkeitsarbeit also, und solche Sachen? Und richtig, das ist einfach genau. Ja, und bei euch in Marburg, Tatjana, wie ist das da? Wir haben das halt integriert in unseren Arbeitsalltag. Super, okay. Aber ihr habt ein bisschen Budget dann für Öffentlichkeitsarbeit und solche Sachen, das ist dann drin, nicht? Ja, also wir arbeiten auch eng mit der Pressestelle zusammen. Und das ist halt schon auch was, wo unsere Dezernentinnen und Dezernenten eigentlich auch ein Interesse dran haben. Also können wir das einfach, wir sind da relativ frei, sage ich mal, solche Sachen zu machen. Dank des Wettbewerbs, muss man aber auch vielleicht dazu sagen, ja. Wunderbar. Beim Solarenergieförderverein sind denn die Tupper-Partys, wer richtet die denn aus? Das ist in gewisser Weise dann, das muss ja irgendwie auch ein bisschen finanziert werden, wenn es da irgendwie Getränke und vielleicht Kuchen gibt oder sowas, sind das dann die Leute, die einladen oder habt ihr ein kleines Budget, wenn ihr sowas unterstützt oder wie läuft das? Ja, also wir gehen da rein mit erstmal unserem Botschafter, der das Wissen bringt, ne? Das ähnlich wie halt in den anderen Kommunen auch und die in den Werkzeugkasten, also Informationsmaterial, wo man auch da nachlesen kann und damit umgehen kann. Und darüber hinaus ist die Stadt Aachen mit am Start, die sagt, okay, für jede Party könnte ein Geld in Höhe von 150 Euro bei uns abgegriffen werden, beantragt werden. Natürlich muss gezeigt werden, was habe ich damit ausgegeben. Ich habe eine Bierzeltgarnitur gemietet oder einen Sonnenschirm für den Wendehammer oder was auch immer. Und da geht die Stadt Aachen halt tatsächlich rein und unterstützt das. Man könnte auch überlegen, ob man ein Lastenrad besorgt und da ein Solarmodul drauf packt und da in den Wendehammer damit fährt und da so eine kleine Vorführung macht. All das ist möglich. Man kann da der Fantasie freien Lauf lassen. Also von daher großen Dank an die Stadt Aachen, dass sie jeden Einzelnen, der da was machen möchte, auch mit einem kleinen Zubrot quasi finanziell stützt. Und Schorndorf, Diana, wie habt ihr das bisher eingeplant in euren Haushalt oder in dein Budget? Bis jetzt tatsächlich noch gar nicht, weil wir also anders als andere Städte tatsächlich erst ja seit letztem Jahr diesen Beschluss haben für die Klimaneutralität und aktuell auch erst an diesem Klimaschutzkonzept, also diesem Masterplan, der ja gerade auch gefallen ist bei einem Redebeitrag, sind wir jetzt erst dabei, das Ganze zu erstellen und im Herbst dann soll das soweit fertig sein und dann sind hoffentlich solche Maßnahmen mit einem entsprechenden Budget hinterlegt. Genau. Und das geht dann, Bärbel, über auch teilweise euer Engagement in der Klimaentscheidgruppe, ja. Oder? Wir haben eben verschiedene Förderstellen angezapft und unter anderem, also in Baden-Württemberg haben wir die Allianz für Beteiligung. Da sieht es ganz gut aus, dass wir da Geld bekommen. Die fördern eben bürgerschaftliches Engagement und dann noch so ein Förderprogramm vom Landkreis. Gut. Nächster Punkt, der auch noch ein bisschen diskutiert wurde, war diese Geschichte mit Haftungsrecht, Haftungsfragen. Das ist ja manchmal ein bisschen knifflig, weil man ja berät, man berät ja gewisserweise neutral und kompetent, hat jetzt keine Gewinnabsicht, aber wenn einer einem etwas Böses will, will ich ja sagen, ich will ja nicht ausschließen, dass da jemand auch nicht unbedingt der große Freund der Photovoltaik ist und einen so netten Solarberater nachher anzeigt oder eine Beraterin anzeigt, das wäre natürlich blöd. Das heißt, da müsste man wahrscheinlich schon, Rainer, ihr habt euch ja vielleicht Gedanken gemacht, irgendwelche Klauseln haben mit Haftungsausschluss oder wie das irgendwie funktioniert oder Susanne. Habt ihr da Tipps, wie man da vorgehen könnte oder? Also wir haben tatsächlich bei uns diese Beratung
diese Beratungsleistung, wir nennen das jetzt nicht Beratungsdienstleistung, sondern das ist einfach eine Beratung, die wir durchführen und die nennen wir Beratung auf nachbarschaftlichem Niveau, also eine Nachbarschaftsberatung. Und damit ist der Begriff auch eindeutig rechtlich verankert, wenn es zum Streitfall kommen sollte. Was man auf nachbarschaftlicher Ebene so tut. Jetzt bist du gerade wieder weg. Ja, genau. Dann ergänzt du vielleicht mal, Susanne. Ja, also in ähnlicher Weise denken wir ja auch, wobei die ersten Steps hier über unsere große Vereinshaftpflicht natürlich auch abgedeckt sind. Die ehrenamtliche Tätigkeit unserer Mitglieder, die uns unterstützen, ist damit, jetzt knallt der Wind die Tür zu, ist damit abgesichert. Aber dennoch ist es genauso, wie gesagt, so ein nachbarschaftlicher Beratungseffekt, der ein geringeres Haftungsrisiko hat, als wenn jemand professionell und ausgebildet als Berater unterwegs ist. Und nochmal, es geht uns hier wirklich nur um die Basics. Also wenn es tiefer reingeht, wenn die Leute also Fragen haben, die der jeweilige Botschafter nicht beantworten kann, stehen wir, das Orga-Team, die Expertinnen immer zur Verfügung und da können Rückfragen gestellt werden an die Verbraucherzentrale, die das professionell machen und wir hier beim Solarenergie Förderverein Deutschland sowieso. Und deshalb ist da auch immer so der Rettungsanker, ne? Wenn es zu weit geht, dann kann man hier auch nochmal nachhaken. Ja. Genau. Also ein Aspekt, vielleicht eine Erweiterung dieser Frage von Coaching und Beratung ist ja der nächste Aspekt. Also auch wenn Menschen willig sind, heißt das natürlich noch nicht, dass die Handwerker beziehungsweise die Fachleute, Solateure dann gleich schon zur Verfügung stehen. Und die sind ja super stark eingebunden. Und da war jetzt ja quasi die nächste Stufe der Aktivitäten. Gibt es jetzt auch Ideen, gewisserweise Hilfsarbeiten zu machen, dass das Ganze schneller abgewickelt werden kann? Also von der, ich sag mal, Bestellung bis hin zu Gerüstaufbau oder Module auspacken oder mit anpacken. Quasi die Frage ist immer, ist das dann teilweise ehrenamtlich? Kriegt man das vielleicht für ein kleines Zubrot? Aber um eigentlich wirklich den Fachmann seine Facharbeit leisten zu lassen und alles, was jetzt quasi nicht im elektronischen Kellerbereich Verkabelung oder Modulaufbau aufs Dach passiert, gewisserweise unterstützen, weil viele Leistungen sind ja unabhängig von der ersten Beratungsleistung, ja auch als Orga-Sachen, ja dann auch noch drin. Wer möchte dazu was sagen? Ja. Habt ihr sowas vor, Susanne? Bei euch ist das dann erstmal nicht geplant oder als zweite Stufe dann? Oder? Doch, wir hatten bei uns erst, wir hatten tatsächlich bei unserer ersten Schulung hat und der Peter Klafka von den Scientists for Future hier in Aachen hat gesagt, boah, und ich habe so einen Bock auf Selbstbausolar. Ne, gibt es da irgendwelche Leute hier bei uns, die da mitmachen wollen? Und da haben sich aus dieser Gruppe ganz viele gemeldet und die haben sich jetzt schon mehrfach getroffen, um abzustecken, wie man vorgehen kann, um da quasi die ersten Schritte zu machen, um bis dann der Installateur schlussendlich dann die elektrotechnischen Anschluss macht und diese Konzession hat, am öffentlichen Netz zu arbeiten. Die Arbeiten kann man natürlich im Selbstbau schwer erfüllen, aber es gibt viele, viele Arbeiten, die im Vorfeld schon als Knochenarbeit vorbereitet werden können. Dieses Handmade ist bei der Solarenergie genauso möglich und da bewegt sich im Moment hier in Aachen so ein bisschen was, aber auch in anderen Städten. In anderen Städten ist tatsächlich da schon viel mehr los als bei uns. Wir sind da auch eher die dritte oder vierte Reihe von den Pionieren, die da schon unterwegs sind. Ja, Selbstbau Solar, ich lese gerade von dem Holger Pfeiffer, wenn ich das aufgreifen darf, wer trägt da die Gesamthaftung? Das ist eine wichtige Frage. Da wird es jetzt in Kürze von der Elektrizitätswerken Schönau ein Gutachten geben oder besser gesagt von einer Bremer Initiative, die von den EWS Schönauern quasi finanziert wird. Und da werden genau solche diese Sachen zum Selbstbau halt auch geklärt. Das wird in Kürze öffentlich gemacht. Ich möchte jetzt da nicht aus dem Nähkästchen plaudern, weil mir das gar nicht zusteht. Und dann hat man das Papier auch für die Kommunen. Wie gehe ich vor? Wer trägt die Haftung? Wer ist verantwortlich für was, wenn da auf dem Dach was passiert? Wenn jemand stürzt, wenn was nicht ordentlich installiert wird? Wie ist das mit Garantie und Gewährleistung? Und so weiter und so fort. Das muss einfach einmal durchdekliniert werden, damit jeder genau weiß, auf was er sich einlässt, wenn er so einen Selbstbautrupp kommen lässt oder wenn man selbst zum Selbstbauer wird und sich da vielleicht an irgendeinem Modul verletzt. So, ne? Also da verweise ich jetzt einfach auf die nahe Zukunft, auf den Juni, so viel ich weiß. Und da geht das sicherlich auch dann durch die Presse. Ja, also ehrenamtlich aufs Dach steigen ist gerade gesagt worden. Das ist vielleicht ein bisschen kritisch zu sehen.
Ich muss allerdings sagen, also das Bild, was man hinter mir sieht, das ist unser Haus in Kassel. Das ist jetzt Ost-West-Dach, ist eingedeckt worden und da war mein Sohn relativ aktiv. Das ist jetzt eine Drohnenaufnahme. Das heißt, er hat da nicht nur gefilmt, sondern er hat das auch dann ein bisschen. Die Isolateure haben gesagt, klar, wenn er mithelfen will, dann geht das. Und er hat dann wirklich mit die Anlage mit aufs Dach gebracht. Also sowohl jetzt die einzelnen Komponenten da mit verschraubt, als auch geholfen, dass das ganze Ding abgewickelt wurde. Ich kann dann auch gerne mal vielleicht einen Film dann nachher in das Protokoll oder was in die Mail, die Sie erhalten, nochmal stellen. Da können Sie gucken, das ist ungefähr ein 20-Minuten-Video, was er selber so als privaten YouTube-Blog erstellt hat. Das ist eine ganz schöne Geschichte, wo man sagt, auch als junger Mensch, der jetzt irgendwie studiert, will auch gewisserweise einen Berührungspunkt haben zu diesem Themenfeld. Also ist natürlich eigenverantwortlich. Ich weiß gar nicht, wie das versicherungstechnisch gewesen wäre, aber bin ich jetzt ein bisschen überfragt, wie man da Haftung machen kann. Normalerweise kann man natürlich nicht jetzt empfehlen, dass die Berater mit auf die Dächer gehen. Wenn da was passiert, dann weiß ich auch nicht genau, wie das dann aussieht, wer dann haftet. Aber es ist natürlich eine berechtigte Frage. Ja, in der Schweiz, wenn ich da kurz zwischengrätschen kann, gibt es schon seit vielen Jahren diese Selbstbauinitiativen, die wurden auch ausgezeichnet und sind ganz groß in einem Kanton entstehen. Die haben gemeinsame Arbeitsmittel gekauft, gemeinsame Maschinen, haben Installateure, die mitlaufen, wenn die Ehrenamtler auf dem Dach dann, die natürlich vorerst geschult, sich mit den Modulen beschäftigen und die da hochtransportieren und dann auf die Gestelle bringen. Also das ist alles jetzt nicht mal eben aus der Hüfte geschossen. Diese Initiativen gibt es jetzt noch nicht in diesem rechtlich runden Umfeld wie in der Schweiz, aber ich denke, das wird dahin gehen, dass wir nicht mehr warten können, bis genug Installateure in den Städten und Kommunen sind, die das in einer Schnelligkeit auf die Dächer bringen, sondern wenn Menschen bereit sind, unter Anleitung, fachgerechte Anleitung, das umzusetzen, dann sollte man sie nicht aufhalten. Also da muss man natürlich alles klären, was Haftungsrecht und Garantie und so weiter anbelangt, aber ich finde das auf jeden Fall eine sehr berechtigte und sehr wichtige Initiative und kann ich nur unterstützen. Das muss ich, ist so, wie es ist. Ja, also ich glaube, das muss ich vielleicht auch ein bisschen, das ist ja auch, wie gerade im Chat auch diskutiert, das muss ich wahrscheinlich ein bisschen einspielen, was dann irgendwie Hilfsleistung ist und was dann gewisserweise auch als gefährlich eingestuft wird. Also auch, dass natürlich die elektrische Facharbeit im Keller jetzt am Wechselrichter und Speicher und sowas nur von einem Elektrofachbetrieb vollzogen werden kann, der dann gewisserweise natürlich auch sämtliche Haftung übernimmt, dass die Anlage dann läuft, das ist natürlich klar. Das ist ja, muss ja ein Meisterbetrieb sein, der dann auch die Zulassung mit dem Energieversorger vollzieht. Also solche Sachen kann man kein Solarpaten oder gecoachten Leuten da übergeben. Das ist uns, glaube ich, alles klar. Es ging uns einfach nur darum, dass wenn wir selber mal so ein Projekt von A bis Z durchgeführt haben, dann ist gefühlt die eigentliche Leistung, die jetzt wirklich hochfachlich ist, in meinen Augen jetzt vielleicht ein Viertel bis maximal die Hälfte der ganzen Aktivitäten, die wir zusammentun. Also ganz viele Sachen sind irgendwie so da, auch Planungsberatungssachen und solche Sachen, da muss jetzt irgendwie nicht unbedingt der Experte unbedingt das machen, sondern das können auch gut geschulte Leute unterstützen. Wir könnten ja gerne widersprechen, wenn es so ist, aber bei uns haben sich viele Sachen in die Länge gezogen, wo ich gedacht habe, da fehlte einfach die helfende Hand und nicht, dass irgendwie die Facharbeit. Das war für uns einfach so ein bisschen ein Problem. Gut, vielleicht nochmal aus den Kommunen heraus Rückmeldungen. Seht ihr jetzt quasi das, was da ist jetzt perspektivisch, ist ja auch eben die Frage angesprochen worden im Hinblick auf Soest. Wenn Leute jetzt davon jetzt über solche Veranstaltungen mitkriegen, ist dann so ein Quereinstieg möglich? Wie das nochmal revitalisiert die Aktivitäten? Ist das dann jetzt, wie sähe denn bei euch jetzt der Ausbau aus für solche Aktivitäten? Ja, also es ist so, die ganzen Schulungsunterlagen haben die Berater bekommen. Die Schulungen waren ja auch Corona-bedingt online und auch die Aufnahmen liegen vor. Das heißt, die neuen Interessenten können sich die Schulungsunterlagen genauso intensiv ansehen und dann wird es mit den neuen Kollegen auch Tandemberatungen geben mit einem Erfahrenen von unseren Beratern. Also im Grunde die gleiche Ausbildung, die unsere Solarberater von Metropol Solar auch hatten, eben nicht von Herrn Banasch damals, sondern eben von einem Berater aus Soest. Gut, in Marburg ähnlich oder? Perspektivisch jetzt? Ja, genau.
Ja, also genau, wir gehen jetzt erstmal in die zweite Runde der Ausbildung, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das mit dem Selbstbau bei uns auch bald ein Thema wird und dann freuen wir uns natürlich auf solche Neuigkeiten, die dann aus Schönau kommen, ja. Genau, also ich glaube, man braucht dann irgendwann relativ schnell Blaupausen, aber vielleicht mal so ein paar Dinge in die Runde gefragt, also weil ich habe gestern selber einen Vortrag gehalten und habe da zwei Empfehlungen ausgesprochen. Also meine erste Tipp war, bitte Leute, macht das ganze Dach voll. Es ist ein Solaracker, bitte nicht nur auf Eigenbedarf setzen, sondern ihr habt später wahrscheinlich eine Wärmepumpe, ein Elektroauto und der Nachbar braucht vielleicht auch irgendwie Solarstrom von euch irgendwann mal. Geht das wirklich in diese Richtung? A, wirklich komplett, das, was quasi nicht beschattet ist, voll machen. Zweite Frage ist, wie haltet ihr es mit den Speichern? Ist das wirklich auch eine ganz klare Empfehlung? Und genau, erstmal die beiden Fragen, dann habe ich vielleicht noch andere, aber vielleicht erstmal in die Runde. Geht das wirklich so in diese Richtung, erstmal die ganzen Dächer voll machen? Oder sagt der eine oder andere erstmal Eigenbedarfsdeckung? Fangen wir mal an mit dir, Susanne, wieder. Habe ich ja heute einen großen Redeanteil, danke. Also das Dächer voll, da gibt es überhaupt gar keine Frage. Ne, es geht jetzt nicht um die Selbstoptimierung jedes einzelnen Hausbesitzers im Energiebedarf, sondern wir müssen ganz deutlich sehen, dass wir schnellstmöglichen Ausbau der Photovoltaik hinbekommen und der Energiewende hinbekommen. Und da muss jede Fläche genutzt werden, die geeignet ist. Und da kann es jetzt nicht, dass dieser Umstand ist, dass die Leute Eigenversorgungsanlagen bauen und das alles darauf optimieren, ist ja vor allen Dingen Umstand zu verschulden, dass die Einspeisevergütungen so dermaßen gering sind, dass die Anlagen sich nur noch mit der Eigenversorgung rechnen. Und da an dieser Schraube muss man drehen. Man muss die Einspeisevergütung in eine Höhe setzen, dass die Leute auf jeden Fall, egal wie sie ihre Anlage aufs Dach bringen, ob für die Eigenversorgung oder für die Volleinspeisung da einen Wirtschaftsbetrieb hinbekommen. Das muss der Ansatz wieder sein, der Grundsatz im Gesetz wieder sein. Da hat man jetzt die ersten Ideen im Osterpaket, ob das so schnittig ist, kann man gut diskutieren. Aber es muss das Ganze Dach voll sein. Auf jeden Fall. Wer das Geld hat, sollte es machen. Wer es jetzt noch nicht schafft, sollte es die nächsten Jahre nachholen, die restliche Fläche noch zu belegen. Es ist ja so schön, dass die Solarenergie modular funktioniert und deshalb. Ich habe jetzt eine Zwischenfrage, die würde ich auch gerne zulassen. Hans-Jürgen Frey, Sie haben sich gemeldet, die Hand gehoben. Wollen Sie vielleicht Ihre Frage kurz stellen? Dann würde ich Sie mal jetzt kurz rannehmen. Ja, okay. Grüß Gott alle miteinander. Wir sind eine Infostelle des Solarenergieförderverbands in Aachen. Susanne, hallo, grüß dich. Vielleicht kann ich auch einen kurzen Beitrag dazu leisten. Gerne, ja. Nächstes Mal freut es mich super. Ich habe gar nicht gewusst, dass es bei uns bundesweit schon so viele Initiativen in der Richtung gehen, macht die Dächer voll. Also da bin ich wirklich begeistert. Unser Verein oder unsere Infostelle gibt es in Amberg, in Bayern ist es, in der Oberpfalz, schon seit über 25 Jahren. Und wir machen natürlich genau das, was hier auch bundesweit geplant ist und durchgeführt wird. Vielleicht ein paar Erfahrungen von unserer Seite, wie wir das in etwa durchführen oder was sich da bewährt hat. Die telefonische Beratung ist natürlich ein Ansatz. Das ist schon mal ganz wichtig, weil da kann man mal erste Beratungspunkte ansprechen. Und wir haben dazu etwa solarintern und auch über die Klimaschutzmanager und über das Zentrum für erneuerbare Energien in Ensdorf sind ungefähr so an die 10 Solarberater tätig, die telefonisch beraten. Das ist das Entscheidende. Was bei uns sich gut bewährt hat, waren sogenannte solare Gespräche. Das heißt, wir bieten die einfach an in einem Gasthaus irgendwo im Land draußen, von Ort zu Ort wird da gewandert und die Leute können kommen und Fragen stellen. Das ist die eine Variante, weil wir festgestellt haben, die Solarvorträge, wir hatten letzte Woche einen Vortrag mit PowerPoint-Präsentation, 100 Teilnehmer in der Stadt Amberg. Das ist die eine Form, die ist ja bekannt. Ja. Aber die Solargespräche haben sich insofern bewährt, da halten wir keinen Vortrag, sondern wir warten einfach, bis die Leute Fragen stellen, sodass wir jeweils an dem jeweiligen Abend auf die speziellen Fragen der Teilnehmer, die dort sind, eingehen können. Das kann manchmal ganz verschieden laufen. Plötzlich ist die E-Mobilität ein großes Thema oder die Speicherfrage ein großes Thema. Also es hat sich recht gut bewährt, waren Teilnehmer von 4 Leuten bis zu 30 Leuten. Also ganz unterschiedlich. Was noch ansteht, sind vor allen Dingen
Da sind wir jetzt dran bei Neubaugebieten. Also es entstehen ja in den Kommunen draußen derzeit sehr viele Neubaugebiete. Wird zwar jetzt etwas abgeschwächt, die Baueuphorie, sage ich mal, ne, durch die entsprechende aktuelle Situation. Aber uns erscheint es wichtig, dass wir die Bauwilligen rechtzeitig und frühzeitig informieren über Photovoltaik. Dass wir sagen, Leute, plant es bitte gleich mit dem Haus zusammen, dass eine vernünftige Gesamtplanung stattfindet. Natürlich auch natürlich mit der Frage der Heizung und Immobilität, das gehört natürlich auch mit dazu. Das heißt, wir bieten als Solarverein den Kommunen eine kostenlose Beratung an. Und jetzt ist uns sehr wichtig, die Kommunen, die Gemeinde lädt den betreffenden Personenkreis ein, weil wir haben ja nicht die Information, auch Datenschutzgründen schon nicht, sodass auch die Kommune dahinter steht. Also jetzt in Hambach zum Beispiel, eine Gemeinde hier im Landkreis Amberg, haben wir gestern einen Abend ausgemacht und da lädt die Gemeinde Hambach die betreffenden Bauwilligen konkret ein. Wir haben ein Anschreiben entworfen, das können die übernehmen und so läuft es halt von daher. Mhm. Was uns natürlich auch, vielleicht möchte ich noch darauf hinweisen, wir haben auf unserer Homepage vom Solarverein Amberg eine Reihe von Infoblättern zusammengestellt. Also wenn jemand will, kann er die anschauen. Wir machen ja die Erfahrung, dass es im Internet viele, viele Informationen gibt und die erschlagen einen oft. Manche sind auch nicht veraltet oder nicht mehr richtig. Und wir haben versucht, ein paar Infoblätter zu erstellen, die das Ganze auf ganz einfache Sprache runterbrechen, sag's mal so. Das Jüngste zum Beispiel ist gefragt worden, ja, welche Module gibt es denn da überhaupt? Das hat jemand mal gefragt. Daraufhin haben wir uns zusammengesetzt und haben mal so ein Infoblatt zusammengestellt über verschiedene Modultypen mit Bildern dazu und dergleichen mehr. Ja, wunderbar. Also ich würde vorstellen, ja. Vielleicht könnte man so machen, dass Sie nochmal im Chat, oder hat Susanne, glaube ich, schon gerade gemacht, die Adresse reinschreiben, dann schicken wir es mit dem Chat-Protokoll, einem kurzen Chat-Protokoll, das nochmal mit rum, dass man sich im Nachgang nochmal auf Ihrer Seite dann die Faltblätter und Ähnliches runterladen kann. Das ist natürlich sehr hilfreich, dass man solche Informationen sammelt. Amberg ist ein runder Tisch genau zu dem Thema geplant, mit der Stadt Amberg zusammen. Also wir bringen es fertig, dass auf den Bestandsanlagen, auf Bestandsbauten mehr PV-Anlagen gebaut werden. Also dieser runde Tisch ist in Planung. Da werden viele Akteure mit dabei sein und ich bin dankbar für die Anregungen, die ich jetzt schon bekommen habe. Die werden wir natürlich da entsprechend einarbeiten. Und ein wichtiger Aspekt ist noch die Kirchen. Also es läuft eine Initiative, macht die Kirchendächer auch voll. Ein schweres Unterfangen, nicht ganz einfach, unter dem Motto himmlische Energie. Also soweit von meiner Seite, war nur eine kleine Hilfestellung, nicht ja, wunderbar. Anregung, aber wir werden auch in der Richtung natürlich weiterarbeiten, wie es die Susanne schon vorgestellt hat, mit den Nachbarschafts-, ja, Solarparty. Ja, also ich glaube, das ist super wichtig, dass wir auch untereinander uns nach wie vor vernetzen, auf solchen Veranstaltungen Austausch suchen, dass die Initiativen zusammenkommen. Ich glaube, das ist jetzt quasi eine ganz wichtige Plattform über auch die Webseiten, dass wir da einfach den Austausch pflegen, um einfach hier also quasi allen die Informationen bereitzustellen. Aber vielleicht nochmal meine Frage jetzt von vorn ab, jetzt nach Marburg zu euch jetzt, Tatjana. Steht bei euch drin, wenn ihr jetzt eure Leute coacht, wie geht ihr jetzt um? Sollen die jetzt einen Speicher sich holen? Wenn ja, habt ihr auch Vorschläge, wie groß der sein sollte? Macht ihr das Ergebnis offen oder was steht denn da beispielsweise drin bei euch jetzt? Ja, sehr gute Frage. Der Thomas könnte die jetzt auch perfekt beantworten. Ich weiß nur, bevor das Osterpaket rauskam, war immer, kein Speicher, weil Speicher nicht in, also Speicher gehören in mobile Endgeräte, die sind einfach zu wertvoll, rechnen sich weder ökologisch noch ökonomisch. Jetzt hat sich ja die ökonomische Situation zumindest geändert und deswegen weiß ich es leider nicht. Okay, Susanne, habt ihr da eine Empfehlung oder wie geht ihr damit um? Speicher oder nicht Speicher? Ja, Speicher oder nicht Speicher, genau. Ja, schlussendlich arbeiten wir eher an Projekten, die zeigen, dass man Speicher im Quartier installieren kann, um auch tatsächlich so nicht diese Rohstoffschlacht mitzumachen. Ich finde es sehr bedenklich, dass sich jeder jetzt selbst optimiert mit wirklich auch rohstoffintensiven Batteriespeichern. Da gibt es weitaus klügere Gedanken und wir sind gerade mit der
Technischen Hochschule Köln dabei, so ein Quartierspeicherkonzept aufzustellen. Wie kann das organisiert werden? Wie kann das technisch realisiert werden? Ich denke, das ist eher die Zukunftsmusik, als jetzt jeden Menschen darauf quasi ihn anzuregen, selbst den Speicher ins Haus zu setzen. Also dieser Autarkie-Gedanke, der sich immer wieder daran knüpft, den finden wir ehrlich gesagt beim Solarenergie Förderverein etwas befremdlich, weil die Energiewende ist ein Gemeinschaftsprojekt aller Bürger. Die Netze sind notwendig. Wir müssen in Energieaustausch bleiben und auch solche Menschen mitdenken, die kein Sonnendach haben, die möglicherweise in Südtirol-Wohnungen wohnen oder Mieter sind, die sich mit nicht in diesem Maße selbst versorgen können. Deshalb ist die Netzeinspeisung immer noch oberstes Gebot und sollte auch energiepolitisch jetzt nicht weggedrückt werden durch einen Gedanken an ganz viel Speicher in ganz viel Privathäusern in der Größenordnung, dass man halt fast Selbstversorger wird in 100%. Ne? Das ist so der energiepolitische Gedanke. Ob es sich wirtschaftlich lohnt, lässt sich viel drüber streiten. Also die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen sagt nein, das ist wirklich ein kritisches Moment. Es werden unterschiedliche Rechnungen aufgemacht. Die hängen meistens daran, wie hoch setzt man die Strombezugskosten derzeit an und die Strompreissteigerungen, die noch auf uns zukommen. Da kann man viel hin und her balancieren. Muss man im Detail dann schauen und darüber reden. Also die Frage ist natürlich immer dann, wenn es Speicherförderung gab. Ich habe jetzt in dem Fall Osnabrück, wo wir gewisserweise auch dieses niedersächsische Speicherförderprogramm hatten, da stellte sich irgendwie gar nicht die Frage, weil da man irgendwie, ich glaube, 40% oder so des Speichers ungefähr bezahlt gekriegt hatte, da hatte man nur noch Zulagen, weil man noch einen E-Ladepunkt hatte und auch noch ein bisschen wurde dann bei der Größe der PV-Anlage noch was zugeschossen. Irgendwann macht es natürlich für die Anlagenbetreiber so attraktiv. Ein weiterer Aspekt, den ich vielleicht nochmal zu bedenken gebe, ist, dass die Hauptspeicher, also was Haupt natürlich reingeht, sind die Autos. Also wenn ich mal vergleiche, wie groß ist denn der Speicher jetzt in einem mittlerweile durchschnittlich auf dem Markt Auto, das sind ja irgendwie 40 bis 60 Kilowattstunden, die da irgendwie jetzt als Speicher irgendwie jetzt geplant sind von der Dimensionierung. Und das ist im Vergleich zu den Hausspeichern ja irgendwie vielleicht ein Zehntel oder sowas, was in die Häuser drin ist. Nichtsdestotrotz stimme ich natürlich zu, was Rohstoffverschwendung und solche Sachen angeht. Aber zurzeit der Hauptnachfrager ist, glaube ich, wirklich die Automobilindustrie und noch nicht so in dem Maße die Hausbesitzer. Da muss man vielleicht mal ein bisschen reflektieren. Es wäre natürlich dann auch viel sinnvoller, wenn man dann diese Autos überfahren hat, die E-Mobilität, dass dann zumindest dieses bidirektionale Laden ganz schnell kommen müsste, um einfach dann die Autos auch stärker nutzen zu können, also auch zur Netzstabilität und einfach zur Abgabe auch von der Energie, die sonst ja ungenutzt rumsteht. Und das ist ja auch irgendwie eine blödsinnige Geschichte. Genau, ich würde jetzt, weil wir jetzt eigentlich so im Block sind, dass wir jetzt gleich auch die Aufzeichnung beenden. Wir können gerne auch in kleiner oder größerer Runde gerne weiter diskutieren, aber ich würde jetzt ganz gerne mal so ein bisschen die Runde erweitert. Ich habe aber erstmal noch den Gerd Häusel. Du hast dich gemeldet, Gerd, und stell mal bitte deine Frage oder deinen Kommentar. Ja, zwei Anmerkungen zum Speicher. Ich halte den Speicher für notwendig und absolut sinnvoll. Keinesfalls aus Autarkiegründen oder als Inselnetz. Da ist mir das ziemlich wurscht egal. Aber ich will ja eigentlich mit dem Speicher zumindest über einen 24-Stunden-Tag hinauskommen. Und die Sonne habe ich im besten Fall jetzt 13 oder 14 Stunden im Mitte Juni oder sowas, mehr aber nicht. Und wenn die Sonne nicht scheint, habe ich eben nichts. Dann muss ich immer Energie aus dem Netz ziehen. Von daher ist die Glättung der Erzeugung über die 24 Stunden eine sinnvolle Einrichtung. Zweite Anmerkung zum Autospeicher. Das ist eigentlich sicherlich ein massives Zukunftsmodell. Ich sage mal, die Relation, die Größenordnung der Speicher im Keller und im Auto sind vollkommen unterschiedlich. Also wie der Peter sagte, Autospeicher gängiger Art 40 bis 60 Kilowattstunden. Der Speicher im Keller, meiner hat brutto 10, netto 8 Kilowattstunden, ja, ist eigentlich Peanuts dagegen. Aber die Technik ist leider noch nicht ausgereift und gibt noch zu wenig Normierung. Ich denke, die Speicher im Keller laufen auf ganz unterschiedlichen
Spannungsniveaus und auch die Speicher im Auto sind noch nicht so normiert, dass alles identisch ist und eben mal über eine einfache Schnittstelle angepasst werden kann. Aber das Ziel sollte es ganz klar sein, mein Auto ist mein Speicher und dann hätte ich auch diese Diskussion im Keller, zumindest wenn ich, ich sag mal, Rentner bin oder relativ viel zu Hause bin, würde sich dann erübrigen, weil ich einen Speicher eigentlich ständig im Haushalt oder in der Nähe des Haushalts habe. Ja, ja, danke. Super, Gerd. Ich würde mal Folgendes vorschlagen. Wir haben ja die 14. Folge, aber wir haben ja noch 15, 16 und andere Folgen dann auch noch vor. Ich würde gerade mal diese Idee zu sagen, kritisches Pro und Contra von bestimmten Fragen. Das kann auch das Thema Speicher sein, das kann das Thema Eigenverbrauch dachvoll machen, das kann auch das Thema Kaufen oder Mieten sein, hat mir auch interessiert. Das würde ich ganz gerne auf einer der nächsten Runde diskutieren, aber wir sind eigentlich so ein bisschen von der Zeit jetzt zumindest, was die Aufzeichnung geht, am Ende. Deshalb würde ich das Hauptthema des heutigen Tages nochmal aufgreifen und sagen, nochmal vielleicht in der Reihenfolge, wie die Vortragenden heute dran waren, nochmal ein kurzes Feedback für euch. Was ist denn jetzt vielleicht für euch, was war besonders gut jetzt vielleicht bei den Schorndorfern, fangen wir mal an, was hat euch wirklich begeistert, was hat super geklappt? Und auch im Hinblick, was sind so die zukünftigen Aufgaben von Bürgerbeteiligung, Bürgerberatung und Ähnliches? Vielleicht fängst du mal an, Diana, noch mal so deine Perspektiven, deinen Blick und was fandest du einfach bisher am tollsten? Ja, gerne, danke. Also jetzt, ich habe festgestellt in dieser Runde hier, dass wir so ein Stück weit mit unserem Klimabürgerrat und an dem Thema, wie bekommen wir mehr und schneller PV auf die Dächer, ein Stück weit eine Solitärstellung hatten in dieser Runde. Also die Beratung von Bürger an Bürger, nachbarschaftliche Beratung, ist in der Art und Weise, wie es jetzt hier vorgestellt wurde, bei uns ja noch ganz, ganz am Anfang und noch nicht so weit fortgeschritten. Und insofern habe ich jetzt viele Einblicke bekommen, wie es gehen kann und habe auch fleißig mitnotiert, wo ich weitere Informationsmaterialien bekommen kann und bin dafür auch sehr dankbar. Also vielen Dank dafür auch. Insgesamt denke ich, dass eben genau nur so der Weg gehen kann, Klimaschutz zu betreiben. Also es ist, wie ich auch in meinem Vortrag gesagt hatte, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das größte Vertrauen hat man in seinem Bekanntenkreis, im Nachbarkreis. Da ist die Zugangsschwelle sehr, sehr niedrig. Ich glaube, auf dem Niveau muss man weitermachen, damit man eben auch solche Themen wie PV-Anlagen in die Breite kriegt und auch sehr viel schneller in die Breite bekommt. Also von dem her vielen Dank für den Input hier. Ja, wunderbar. Bärbel? Ja, also mich hat echt begeistert, wie viele Initiativen es gibt und auch wie groß die Motivation ehrenamtlicher Menschen ist, da sich einzubringen bis hin zu Selbstbauinitiativen. Also das finde ich jetzt wirklich toll und das ist auch sehr ermutigend. Mhm. Sehr gut. Rainer, kannst du noch reden und hören oder bist du immer noch erstmal? Ja, also ich kann schon sprechen. Ich habe aber die Kamera ausgeschaltet. Ich hoffe, man kann mich hören. Ja. Okay. Also ja, also was ich vorher noch sagen wollte zum Thema Geld. Also wir sind ja ehrenamtlich und ja, alles, was wir an Spenden bekommen, das schütten wir dann wieder über irgendwelche Quartals-Challenges irgendwo im gemeinnützigen Bereich aus. Jetzt machen wir gerade den Malwettbewerb, da haben wir auch Spenden bekommen und damit finanzieren wir die Preise. Also das ist das, was wir in die Richtung tun. Und ja, und was wir halt gerne möchten, ist, dass sich diese Solarberatungssituation halt wirklich als Welle ausbreitet. Und wir haben natürlich großes Interesse, das, was jetzt Susanne Jung hier vorgetragen hat, auch die Ideen von der Tatjana von Marburg, dass wir so Sachen bei uns aufgreifen dürfen und verbreiten dürfen, weil wir sehen uns da ein bisschen als Drehscheibe und alles, was wir da bekommen, wohlgesonnen, das geben wir dann weiter und das versuchen wir dann auf diese Drehscheibe draufzupacken und weiterzugeben an andere. Also das ist ein großes Anliegen von Wettbewerb und das geht durch alle Bereiche durch. Mhm. Wunderbar. Maria Kroll-Fiedler? Ja, ich habe schon freigestellt. Ja, also ich fand es erstmal interessant, wie viele verschiedene Arten es oder Möglichkeiten es gibt, eben so eine Art von Beratung aufzubauen, dass je nachdem, wo man eben, ob es Aachen ist oder ob es Süddeutschland ist, dass es da unterschiedliche Systeme gibt. Wir waren mit dem System von Wettbewerb, also Metropol Solar, sehr zufrieden, was ich
wo ich sehr hellhörig geworden bin in Aachen, waren diese Tische, diese Treffen, die es gab, diese Partys oder wenn Sie von Wendamer sprachen. Wo ist sie jetzt? Ich sehe sie gerade nicht, Frau. Die Kollegin von Aachen, die von, dann von diesen Maßnahmen sprach, auch in Gruppenberatungen zu machen, das fand ich auch sehr interessant. Oder eben da auch wieder neue Beratungsinteressenten zu finden. Mhm. Wunderbar. Tatjana? Ja, also für mich ist es tagtäglich, habe ich ja vorhin auch schon so ein bisschen durchklingen lassen, immer wieder total berührend und absolut mitreißend, mit wie viel ehrenamtlichen Engagement die Leute da dabei sind. Und wir haben mal so anklingen lassen, ja, müssen wir uns denn wirklich jede Woche treffen? Und die waren so, ja, auf jeden Fall treffen wir uns jede Woche mindestens. Und da waren wir so, okay. Also das ist das eine. Und das andere vielleicht so ein bisschen aus dieser, von meinem Hintergrund Politikwissenschaften, aus dieser Perspektive, das, was der Wettbewerb uns ermöglicht hat. Also wir konnten als Stadtverwaltung aktiv auf, ja, aktivistische Gruppen, also Fridays, Parents and Scientists for Future, zugehen und sagen, hey, lasst uns kooperieren. Und dieses Potenzial der neuen Form der Kooperation, die es vorher einfach nicht in der Form gegeben hat, da steckt, glaube ich, ein riesengroßes Potenzial, ebenso wie in den einzelnen Menschen. Also ich bin auch jedes Mal wieder begeistert davon, wie viel einfach einzelne Menschen, und wenn die dann noch zusammenarbeiten, einzelne Individuen, die irgendwie Lust haben, und gut miteinander klarkommen, was da einfach bewirkt werden kann. Das ist auch was glaube ich, ziemlich wichtig ist, was man nicht übersehen darf, dass so viel manchmal an einzelnen Menschen hängt. Ja. Wunderbar, Susanne. Ja, und genau das, Tatjana Veit, ist das, was so Mut macht. Ne? Das macht so dermaßen Mut bei dem ganzen Traurigkeit und der Dramatik, die auf uns zukommt mit der Klimakatastrophe, ist es das, was einen eigentlich noch die Nase oben halten lässt, dass man sagt, die Leute wollen, die können, die sind unterwegs, ne? Und die treffen sich tatsächlich bei diesen Partys, Frau Maria Kroll-Fiedler, zu mehreren, 10, 12 Leute sind so angedacht, die sich in den Gärten, in den Haushalten, in den Wendehammern treffen, um dann gemeinsam Solarenergie zu erleben und nur die Basics zu erfahren. Ne? Gestern hatte ich einen Vortrag gehalten zum Thema Photovoltaik und dann hat ganz zum Schluss traurig eine Frau im Chat geschrieben, ja, ist ja alles ganz spannend, aber für mich ist das viel zu kompliziert. Und das hat mir nochmal so ganz deutlich gemacht, es ist eigentlich viel, viel einfacher, zu den Leuten nach Hause zu gehen, dort, wo eine Solaranlage ist, denen das zu zeigen, dass sie sich anfassen können, dass sie sehen können, meinethalber schnuppern können, wie so eine frische Luft aus dem Dachfenster riecht, wenn da die Solaranlage davor ist. Irgendwie so ein Gefühl dafür zu entwickeln, dann kann man dieses Produkt viel besser transportieren als mit Gesetz und Steuer und Wartung und Versicherung und bla bla bla. Also es muss einfach so eine Bewegung geben. Solarenergie macht Spaß, die steckt an und wir können von unten raus das auch ganz, ganz viel Potenzial heben. Und das habe ich heute hier erfahren, dass woanders unterwegs ist. Und das freut mich total. Und ich würde mich freuen, wenn wir in Kontakt blieben und voneinander lernen, weil wir haben sicherlich noch lange nicht so viel Erfahrung wie andere, die vielleicht schon ein Stück weitergegangen sind als in der Beratung, als wir in Aachen. Ja, vielen Dank, Peter Moser, für die Organisation. Ja, ach, ganz herzlichen Dank. Das kann ich nur zurückgeben. Also ganz tolle Vorträge, ganz tolle Beiträge von allen. Also ich bin wirklich begeistert. Das können wir in jedem Fall gerne fortführen. Also auch nochmal an die Zuschauer und Zuschauerinnen ganz herzlichen Dank für die Fragen, für die Kommentare. Wie gesagt, es wird alles jetzt verschickt. Es wird nochmal ins Netz gestellt. Ich würde jetzt erstmal die Aufzeichnung beenden. Ich wünsche allen einen schönen Abend. Das heißt, Sie müssen aber noch hier jetzt zumindest in der Veranstaltung noch nicht gehen. Sie können gerne noch ein bisschen bleiben. Wir machen jetzt einen Ausklang, aber ich beende jetzt erstmal unsere Aufzeichnung.